So. Ich schmunzel im Angesicht der Menschen, die in mir auftauchen. Ja. Wie verwirrt die teilweise sind. Ja. Und es bleiben erst einmal Gedanken. Danke. Auch hier sage ich von vorne weg, du musst erst wissen, wer du selbst bist, genauer gesagt, was du selbst bist. So ist es. Jetzt haben wir unser Wer, wenn wir das rot schreiben, haben wir zuerst einmal das hier. Und ich sage jetzt, das ist JCH und ICH und E Quadrat R ist der Erwachte. Dieses geistige Erwachen jenseits von Religion und Esoterik, ich betone immer wieder, und das ist natürlich, ich lebe in einem einzigen Kompromiss, in einem Widerspruch, wenn ich jetzt mit dir Geist rede. Ich muss in dir in Erscheinung treten. Alles, was in die Erscheinung in Erscheinung tritt, ist zuerst einmal mit deiner jetzigen Logik eine Information in deinem jetzt ausgedachten Gehirn, bei dem du bis dato ausgegangen bist, dass das immer existiert und dass es dich ohne dieses Gehirn nicht geben würde. Das ist unheimlich logisch für Menschen, die so programmiert sind. Und jetzt kommt schon, wenn wir wieder sagen, das Wort Menschen. An was denkst du bei dem Wort Menschen? An was denkst du bei dem Wort Ich? Es sind Worte, im Anfang war das Wort, und Worte lösen in dir eine Vorstellung aus. Das ist eine ganz klare, einfache Aussage, da brauche ich nicht allzu viel anstudierten Intellekt haben. An was denkst du bei dem Wort Ich? Darum wiederhole ich diese Sätze, weil du feststellen wirst in deinem Alltag, auch du vergisst es immer wieder. Hängt natürlich von deiner geistigen Reife ab. Wir reden von Sachen, die 100% sicher sind. Und darum betone ich immer, du wirst bei genauer Betrachtung deiner Mitmenschen, die ja nur als Information in dir existieren können, nicht in dem symbolischen Gehirn, das ist ein Symbol für etwas, für einen blauen Kopf, du kannst immer nur deine eigenen Informationen anschauen. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich bewusst machen, was ist jetzt da? Das größte Geschenk, wo du kriegst, sage ich normalerweise, ist Holofeeling, aber Holofeeling als Werk, als ein Wissenswerk, ist ja riesengroß. Darum sage ich ganz einfach, was du sofort benutzen musst, ist das Wort Cut oder Schnitt. Schau einfach, was jetzt für eine Information da ist. Am besten alle 2 Minuten, sage ich. Und in dem Moment, wo ich jetzt auch alle 2 Minuten, denkst du schon wieder was Chronologisches, die nächsten 2 Minuten. Es ist so simpel zu begreifen, jeder Moment, der da ist, ist immer jetzt da und er ist hier. Egal, wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst. Da sind wir wirklich reichlich darauf eingegangen. Was ich jetzt nochmal unterstreichen will, ist diese Aussage, dass die Figuren in deinem Traum einfach nur geistlos nachäffende Rezitiermaschinen sind und die Ursache bist du als träumender Geist. Das ist der erste Fehler in dem sogenannten Führerscheinprüfungsbogen. Ja. Dass dir zuerst einmal, und das ist ganz wichtig, diese Aussage, und jetzt denkst du an dich selbst. So, und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? An den Geist, der du bist, kannst du nicht denken. Es ist wieder das Prinzip, es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich denkst, rot gelesen, ohne dich zu einer Information zu machen, zu einer vergänglichen Erscheinung zu machen. Absolut. Es ist so extrem simpel. Und du wirst jetzt merken, wenn du als Brösel unter Brösel, wie ich das immer nenne, als Mensch unter Menschen, das kommunizierst mit anderen Erscheinungen, die wir jetzt einmal Trockennasenaffen nennen, dass die große Masse das nicht interessiert oder gar nichts davon wissen will. Und dann sage ich immer wieder ein klares Zeichen, dass es rein eine geistlose KI ist. Versuch niemals einen Gedanken von dir, sprich einen Menschen, sprich einen Körper, einem Gehirn zu erklären, dass er jetzt nur deshalb da ist, in dir als Information, weil du ihn träumst. Absolut, das ist so. Ja. Das heißt, es macht dich alleine. Ja. Aber jetzt ist es ganz wie ich dick. Dieses dick ist der Mittelpunkt, dass du in diesem Zentrum verstehst, kann ich jetzt in Bezug auf meinen eigenen Intellekt, den ich zum Denken benutze, meinen Schwamminhalt, den ich mir nicht raussuchen konnte, kann ich das, was ich glaube und was ich in meinem Kopf durch Interpretation ständig verwirkliche und mir vorstelle und mir ausdenke, kann ich das ohne eine Meinheit beschwören? Und wenn du das dich jedes Mal fragst,
wirst du feststellen, dass nahezu das ganze Wissen in dir weg ist. Ja. Das sind Märchengeschichten. Ja. Darum ist mir wichtig, dass immer wieder, wenn wir jetzt eine Zeitspanne aufspannen, was wir Vergangenheit nennen, wenn wir in unsere geistigen Archive gehen und nochmal schauen, was haben die Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren geglaubt, wir kennen das ja nur vom Hörensagen und aus das Buch heraus. Dasselbe gilt für deine Lehrer und deine Erzieher. Dass hier was erzählt wurde und du baust aufgrund dieser Erzählungen, ich sage dieser Programmierung, Vorstellungen in dir auf und du hast das Gefühl, dass das hundertprozentig richtig ist. Es ist so ein Satz, wo ich sage, was sollte denn einem Computerprogramm logischer erscheinen wie die eigene logische Programmierung? Mhm. Obwohl das Programm und der Computer das als Ding an sich ja gar nicht mitkriegen. Als ausgedachte Dinge jetzt. Ich setze natürlich den Computer dann auch als träumenden Geist symbolisch. Dann müssen wir aber rot machen. Ja. Ja. Und dann ist es also so, dass die Fachleute, und jetzt gehen wir in den Alltags, jetzt in deine aktuelle Welt, dass egal wer in dir auftaucht, ob das ein sinnlich wahrgenommener Mensch ist, da gehe ich jetzt blau, Körper, Mensch, einen Menschen siehst du ja nicht, weil ein Mensch ein ganzes Leben ist, dass alles, was die äußern, ist geistlos nachgeäfft. Egal welchen Glauben du anhängst, jetzt in unserer Corona-Krise, die schmeißen mit Zahlen umher. Und habe ich aus das Buch, habe ich aus das Internet heraus. Und jetzt wissen wir einen Satz, den ich tausende Male wiederholt habe. Wenn du mir als Beweis irgendeine Buch- oder Internetseite zeigst, ich zeige dir zum selben Thema tausende von Seiten, wo das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Ja. Woher nimmst du diese impertinente Arroganz, dass du glaubst, das, was du geistlos nachäffst, dass du dir ausdenkst, ist da außen so und du hast damit nichts zu tun. Klar. Das ist ein Wachmacher, wenn dir das bewusst wird. Ja. Und das gilt auch für alle. Ob du ein Arzt erklärt dir das, was er an der Universität gelernt hat, aber den hat jetzt wieder, jetzt springen wir gedanklich einfach einige Bücher, einige Jahrhunderte zurück, hat man an Universitäten was anderes gelernt. Die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo jeder morgen drüber lacht, wobei heute und morgen immer nur heute sein kann. Und gestern kann auch nur heute sein. Und jeder Moment, der heute passiert, passiert jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das ist das neue Betriebssystem, das ist der Quantensprung. Jetzt musst du dich aber auch lösen, weil ich immer sage, du kannst nur deine momentane Information beobachten. Und das ist natürlich, du bist extrem verbunden mit dem Körper, wo du im tiefsten Innern immer noch eventuell, hängt davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst, wie geistreich, reif du eigentlich schon denken kannst, dass du immer noch an den Körper denkst. Wir springen jetzt mal in das Programm Helga. Helga, wie viele Gedanken hast du dir mit Gesundheitsmitteln und Zeug und war um den Körper gemacht? Ja. Es ist so, den gesund halten zu wollen, da bin ich ja in dem vorletzten Selbstgespräch, das ist ein elementares Selbstgespräch, ist genau darauf eingegangen. Und jetzt ist schon immer, wenn ich sage, das vorletzte oder das letzte Selbstgespräch, du merkst, wir bauen schon wieder eine chronologische Reihe auf und ich betone immer wieder, das ist eine Hierarchie. Ja. Aber die hat nichts mit einer chronologischen Hierarchie zu tun. So die ganzen Selbstgespräche, und jetzt könnte ich wieder sagen, seit 20 Jahren sind hierarchisch aufgebaut. Extrem lehrreich, wenn man das Prinzip einmal versteht. Aber das kann nur der Geist verstehen, der sich das ausdenkt und niemals ein Gedanke, den du denkst. So ist es. Das ist das, was ist. Und jetzt ist natürlich, dass es so viele Seinsformen gibt, die man uns ausdenkt. Menschen gibt, gesunde Menschen, reiche Menschen, kranke Menschen. Es bleiben einfach nur ständig wechselnde Gedanken. Und was dir jetzt Angst macht, wenn dir was Angst macht, ist dein Glaube. Es ist dieser Schwamminhalt, der alles steuert, deine Vorstellungen. Und jetzt kommt natürlich, wo ich auch reichlich drauf eingegangen bin, dass du in dir deinen eigenen Glauben verwirklichst. Verwirklichen meine ich jetzt im normalen Sinn dieses Wortes, wenn jemand von verwirklichen reden, es passiert dann sinnlich wahrgenommen in dir. Das ist jetzt das trendy Spreu vom Weizen. Auch immer die Sätze, wenn ich es auch jetzt im klassischen Sinn, die Naturwissenschaftler werfen den gläubigen Menschen vor, dass sie Spinner sind, weil sie an Sachen glauben, die ja gar nicht bewiesen sind, die man nicht beweisen kann, an Gott, an Geist, lauter so Zeug. Der Materialismus baust auf, dass nur das
hundertprozentig sicher ist, was man auch überprüfen kann. Und die merken gar nicht, dass über 99% von dem ganzen naturwissenschaftlichen Kack, die so unvorstellbar klein sind, die ganze Quantenmechanik, die Atome, die Elektronen, die Protone, all das ganze Zeug, sind reine wüste Vorstellungen, die sich nur einer ausdenken kann, dem man das vorher erzählt hat. Wir sind wieder beim Thema. Das gilt übrigens auch für die ganzen Krankheiten wie Krebs und Viren und all das ganze Zeug. Hätte man dir das nie erzählt, wir können uns jetzt einfach mal ganz normal, wir denken uns jetzt, natürlich jetzt chronologisch bewusst, du bist irgendwie in Amazonas-Dschungel, ein Indianer oder in Afrika irgendwo, ein Stamm, der fast keinen Kontakt hat zu dem, was du Zivilisation nennst. Die zivilisierten Menschen, das sind ja Wilde. Du wirst merken, auch hier immer wieder das Umdrehen der Seiten. Da müssen wir unbedingt drauf eingehen, mit Plus und Minus. Du musst es bei dir in der Selbstbeobachtung merken, wie einseitig du noch reagierst. Ja. Und es wertfrei beobachten. Also gut, wenn du jetzt da in so einem Stamm aufwächst, da gibt es ja, ich sage immer wieder, mir fällt jetzt spontan ein, die Götter müssen verrückt sein. Diese kleinen Afrikaner, wo aus dem Flugzeug die Cola-Dose herausgeschmissen wird, die Cola-Flasche herausgeschmissen wird. Und dann das Glas, die kannten das nicht. Und die kannten auch keinen Streit, die kannten keine Neid. In dem Film, die Götter müssten verrückt sein. Und mit dem Ding, das aus dem Himmel runtergefallen ist, ist dann das Streiten gekommen. Jeder wollte das Ding haben. Genau. Ist der Neid aufgetaucht. Aber wenn ich jetzt hier in so einer Familie groß war, als trocken, ist ja auch trocken aus dem Affen. Und diese Erziehung habe von diesem Naturvolk, da wird gar keiner auf die Idee kommen, sich sowas wie Viren auszudenken. Das ist wohl wahr. Es ist, dir muss klar sein, dass du alles, was du dir ausdenkst, baut auf deinem Schwamminhalt auf. Darum ist diese Computermetapher so wichtig. Genau. Und dieses Wissen konntest du dir nicht raussuchen. Und du musst der Erste sein, der das versteht, der Geist, der mich jetzt ausdenkt, der sich die Helene ausdenkt, die Helga ausdenkt und den Udo ausdenkt und sich selbst als Brösel ausdenkt, wenn er jetzt an seinen Körper, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, wenn du vor dem Computer sitzt. Und ich kann immer nur sagen, das ist jetzt ein aller einziger Geist, der sich das alles ausdenkt. Aber jetzt kommt schon die Selektion, das sind andere und der Körper bin ich. Und damit bist du in einer ganz speziellen Traumwelt. Wenn du jetzt das Programm der Helga in dir laufen hast, hast du einen komplett anderen Traum, wie wenn du das Programm der Helene oder vom Bruder laufen hast. Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Und es ist nicht, dass da irgendwas existiert. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. In der Physik ist es die Mehrweltentheorie von Alfred Wieler, die ganzen Physiker nichts verstanden haben. Genau. Egal, ob das Quantenmechanik ist, weil die nämlich aus Worten anerzogenerweise raumzeitliche Vorstellungen, raumzeitliche Informationen in ihren Kopf aufbauen und nichts verstanden haben von einer Symbolik. Das sind diese Sätze, die ich immer wieder sage, ich tausende Male wiederhole, dass du irgendwann nochmal mitkriegst, wie oft musst du was wiederholen, bis du die einfachste Einfachheit verstanden hast. Und dann kommt das große Heureka, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Erste Reaktion, das geht nicht. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, das ist so mein Lieblingssymbol. Ich sage immer wieder, wenn einer sagt, es geht nicht, sage ich, falsche Antwort, du müsstest erst einmal fragen, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Dann kriegst du nämlich nochmal eine Lösung. Ein Quadrat mit drei Strichen kann man nur mit sieben Strichen zeichnen. Merkst du, wir spielen nur mit Worten. Ja. Und diese geistige Beweglichkeit, die hat der normale Mensch nicht, der nur logisch ist. Und zwar nur mit einer Logik denkt, die so unendlich primitiv ist. Das ist die Logik von normalen Menschen. Dazu zählen übrigens jetzt alle hochdotierten Professoren, die du dir ausdrückst. Und ich betone jetzt nochmal, ich werfe Menschen, Antagonisten in einem Traum, nicht vor, dass die genauso sind, wie sie von mir jetzt gedacht werden. Bist du schon ich? Der Autor oder der Märchengeschichtenerfinder, der den Antagonisten in der Geschichte nicht vorwirft, dass sie von ihm so entworfen werden. Ich brauche diese Charaktere für die lebendigen Geschichten, die sind sehr lehrreich.
Aber man muss irgendwann einmal anfangen, das erste und das zweite Gebot zu halten. Ja. Und Theorie und Praxis, ich betone immer wieder, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo das so offensichtlich ist mit dieser Rechthaberei, was die Politik ist, die Elite ist. Darum sage ich, du wirst eine tiefe Demut kriegen von diesen, zum Beispiel von den Jesus-Sprüchen. Ja. Ja, das sind so Hammerschläge, sage ich. Ja. Und allen voran, liebe deine Feinde. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein, weil wir haben ja große, mir fällt jetzt spontan ein Ivo Sasek ein, der hat jetzt eine große Konferenz gemacht. Das können wir uns gleich einmal anschauen, da übertrage ich den Bildschirm. Das ist übrigens auch so eine Sache mit dem Übertragen, das Vorhergehende, nicht chronologisch, sondern hierarchisch gesehene Selbstgespräch, das hat ja so extreme Fehler, Aussetzer. Und wenn du dann genau zuhörst, sagt die jetzt ausgedachte Ariane, die sagt noch, man muss nur sehr aufmerksam zuhören. Und darum habe ich ja dann die Redundanz kurz mit reingestellt. Das ist so unendlich tiefgreifend und dann ist dieses kleine Video, wenn du das anschaust, das Vorhergehende, chronologisch bewusst jetzt gedacht, Selbstgespräch kann ja nur jetzt sich in dir entfalten. Jeder Moment kommt immer jetzt. Dass das auch wieder so eine Sache wäre, da müssen wir so unendlich viel drüber erzählen. Und ich habe da noch ein kleines Erklärungsvideo vor dem Wort Redundanz reingestellt, wo ich dann noch sage, ist ja ganz einfach, oder? Und dann schüttelst du als normaler Mensch den Kopf, wenn hier ein ausgedachter Student oder was erklärt, was das Wort mit einer Formel bedeutet. Muss man das wissen? Ich sage, nein, das musst du alles nicht wissen, mir geht's nicht. Und es ist so zerkopft und zerdacht, übrigens auch die Theologie. Das sind so Sackgassen. Und wir machen ein Kind, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ich rede mit dir wie mit einem Kind, innerhalb der Logik, die du verstehst, innerhalb eigentlich deines Wortschatzes, und wenn ich Worte benutze, die dir fremd erscheinen, dann erkläre ich die genauer. Und jetzt kommt natürlich das simple Spiel mit der Vatersprache, wo ich sage, das ist wirklich so ein leichtes, wenn ich darauf hinweise, man verlangt, und jetzt bin ich bewusst chronologisch raumzeitig, wenn in Deutschland welche einwandern. Ich sage jetzt nicht einmal Flüchtlinge, sondern zum Beispiel zum Arbeiten. Wenn die integriert werden sollten, dann müssen die deutsche Sprache lernen. Und ihr muss klar sein, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Türken oder von einem Syrer verlange, dass er Deutsch lernt, dass er Arbeitsstelle kriegt, dass er sich integriert, dass das Lernen einer solchen Fremdsprache, die mit dem Deutschen so gut wie nichts zu tun hat, ich behaupte, tausendmal schwieriger ist, wie die Vatersprache zu lernen. Auch wenn da immer das Hebräische kommt, weil ich ja sage, wir lernen ja nicht das klassische Ivri als normale Sprache, wie du dir das jetzt ausdenkst, weil das sowieso sehr trügerisch ist. Das sind diese vielen Fehler, wenn ich immer darauf hinweise, ob das eine chinesische oder hebräische Tageszeitung ist, wenn wir uns das ausdenken. Du kannst die so gar nicht lesen, auch die Dollar. Wenn du dich zuerst einmal mit den Sprachsystemen auseinandersetzt. Es geht doch, sagst du dann. Jetzt kommt das Wichtige. Ich frage dich, warum? Weil ich glaube. Weil du es glaubst. Immer der Glaube. Du bist ein Gott. Ja. Und als träumender Geist erschaffst du alles, nicht nur deine Gedankenwelt. Du musst wissen, wenn du träumst, erlebst du eine sinnlich wahrgenommene Welt, wenn du in einem richtig tiefen Traum bist. Erlebst du eine komplett sinnlich wahrgenommene Welt, so wie jetzt. Ja. Ja. Erst wenn du wach wirst, kippt es plötzlich in einen anderen Bereich um. Das erkläre ich mit dem simplen Beispiel, wenn du einen Albtraum hast und du wirst schweißgebadet wach. Und jetzt haben wir schon, du wirst, wenn ich sage, du wirst, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dieses Beispiel, so vielen Selbstgesprächen drauf, hast du es verstanden? Und ich sage dir nein, sonst würde ich es jetzt nicht wiederholen in dir, mit einer unendlichen Geduld. Ja. Wenn du schweißgebadet wach wirst, im Moment des Wachwerdens, ich sage jetzt nach einem Albtraum, wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, das ist jetzt nur feinstofflich da, weil du denkst dir jetzt eine Vergangenheit, die du erlebt hast. Dass alles, was du erlebt hast, nur in deinem Kopf sich abgespielt hat, weil du geträumt hast. Ja. Und ich sage, dass das für dich, solange du nicht wusstest, dass du träumst, war das für dich hundertprozentig real. Den Übergang kannst du ganz, ganz mit deinem momentanen Bewusstsein gar nicht wahrmachen. Also wahrmachen soll ich in irgendeiner Form wahrnehmen. Wahrnehmen. Aber wenn du jetzt schweißgebadet da sitzt, jetzt deinen Körper beobachtest, wie er zitternd da sitzt, muss dir doch klar sein, dass das
bevor du wach geworden bist, für dich vollkommen real war, sonst würde es doch jetzt nicht in einer körperlichen Ausdrucksform voller Panik sein. Mhm. Und ich sage, in dem Moment, wo du jetzt an den Körper denkst, bist du eigentlich schon wieder im Schlaf. Die wichtige Erkenntnis ist, dass das, was du eine sinnlich wahrgenommene Information nennst, definitiv in Erscheinungsform von Materie immer nur unmittelbar hier und jetzt sein kann. Und alles, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hin denkst, jetzt denkst, du kannst jeden Moment immer nur jetzt denken, ist zwangsläufig nur feinstofflich. Eine Erinnerung, ein Erwachen in deinem Innern. Aber die sinnlich wahrgenommene Information ist genauso in dir drin. Ja. Ist so. Und jetzt meine Verabredete, wenn ich sage, optisch da außen ist nichts. Der Aufbau der Augen, es ist ein Computerprinzip, wo deine Welt nichts weiß und das Thema ist es verwirklichen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und du hast dein eigenes Programm. Und wenn du jetzt losmarschierst und du bist felsenfest davon überzeugt, dass da außen volle Krankenhäuser sind, dann wird höchstwahrscheinlich, sind wir zigfach auch wieder darauf eingegangen, wird in dir sinnlich wahrgenommene volle Krankenhäuser auftauchen. Wenn du glaubst, dass da nichts ist, wird nichts sein. Es ist aber, du erlebst nur deinen Traum, der nur deinen eigenen Glauben verwirklicht. Ja. Unser AUB, tausendmal angesprochen, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, diese Gedankenwelt, GL, AUB, ist im Hebräischen in der Vordersprache die Beschwörungskunst. Ja. So, und jetzt führe ich dich wieder zurück am Anfang des Gespräches. Kannst du das, was du glaubst, beschwören, ohne eine Meinheit zu schwören? Das ist sehr wichtig. Kannst du beschwören, dass da aus eine riesengroße Pandemie ist? Was ist dann mit den Sterbezahlen, wenn du jetzt immer die offiziellen Zahlen nimmst, dass nichts sich verändert hat? Kannst du beschwören, dass da außen, ich gehe einen Schritt weiter, dass da außen eine Erdkugel ist, Nee. Wenn du nicht an die Erdkugel denkst? Nein. Kann es eigentlich, wenn eine Erdkugel eigentlich nur ein Hirngespinst ist, kannst du ein Klimaproblem geben? Selbstverständlich, wenn du dir das denkst. Wenn man sich das denkt, ja. Ist es so schwer zu verstehen, dass für dich immer bloß das existiert, was du denkst? Und dass du dieses Denken sehr vielfältig definierst in der Qualität, nämlich zum Beispiel in einer Form, das gibt es oder das gibt es nicht. Wobei ich immer darauf hinweise, sobald du irgendetwas denkst, von dem du behauptest, dass es das nicht gibt, existiert es ja. Es muss ja da sein, um behaupten zu können, dass es das nicht gibt. Genau. Das ist immer der Widerspruch. Ah, das Plus und das Minus, ob was gut oder schlecht ist. Du hast die vier Seiten des Einheitskreises nicht verstanden. Früher habe ich das genannt, mein One-Night-Stand-Beispiel. Das erkläre ich jetzt nicht, das bringt es nämlich unheimlich auf den Punkt, dass wir nämlich zwei verschiedene Plus haben und zwei verschiedene Minus haben und die austauschbar sind. Schon das Plus und das Minus, ich nenne es jetzt einfach einmal, das Verbinden, das Zusammenzählen, das ist Plus, und das Trennen. Ist das eine ohne das andere gar nicht möglich? Ja. Weil du immer wieder was im Hintergrund brauchst. Darum sage ich, wenn ich mir was ausdenke, trenne ich etwas von mir ab, weil ich es mir woanders hindenke, obwohl das, was ich mir woanders hindenke, hier und jetzt mit mir verbunden ist. Egal, wo ich mir was hindenke, räumlich-zeitlich, es ist ja, weil ich es denke. Ja. Mein tausendfach erwähntes, was hat der Känguru in Australien, Pünktchen, 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 gemeinsam? Zuerst einmal den, der sich's ausdenkt. Ja. So ist es. Und wenn du dir was denkst und du fragst dich, warum ist das jetzt so? Lächel ich und sag, weil du dir das jetzt so denkst. Ja. Merkst du, dass da in dir ein Teufel ist, den du erst erkennst, wenn du anfängst, dich vollkommen wertfrei zu beobachten? Das zu verstehen ist wirklich zuerst einmal nötig, dass du dich komplett von den naturwissenschaftlichen und religiösen Weltvorstellungen loslöst. Da ist kein Unterschied. Ich sage, es gibt in deiner Traumwelt, in dir selbst zurzeit nur eine allereinzige Weltreligion und die ist Materialismus. Und das ist verbunden mit zwanghaften, unbewussten, chronologischen Denken. Und die klassischen Religionen, die mir jetzt Christentum, Moslems, Juden und so weiter, diese tausenden von Religionen, die es gibt, Glaubensgemeinschaften, wirst du feststellen, das erste Problem, die leiden zuerst einmal im chronologischen Denken. Mhm. Darum sage ich eh, Abraham war ich. Das ist der Erste, der das verstanden hat. Die große Erkenntnis, der eins ist mit der Quelle.
Wobei ich jetzt in keinster Weise sage, dass das Christentum besser ist wie irgendeine andere Strömung. Die sind alle perfekt, wenn man sie richtig übersetzt. Ja. Da wirst du feststellen, da sind keine Unterschiede. Wenn ich mit jedem meine Upanishaden gehe, da steht nichts anderes drin. Es wird nur mit anderen Worten formuliert. Ja. Es ist die Form Gottes. Es sind die Formen, die ein Geist annimmt, die 200 Gramm rote Gnede, der bewusst zum Denken anfängt. Und die Theorie und die Praxis im letzten Selbstgespräch angesprochen. Es ist wirklich, es geht mir nicht um Filwieserei, ich rede jetzt kindgerecht mit dir, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Und da muss dir klar sein, alles Leid, das du Geist erlebst, und nochmal, nichts und niemand, den du dir denkst, kann irgendetwas empfinden. Hör auf, mit irgendjemandem zu sympathisieren. Du leidest mit jemandem mit, der als Ding an sich überhaupt nicht leiden kann. Ja. Wenn du Zahnschmerzen hast, darum wiederhole ich das. Du musst mit dem Zahn nicht mitleiden, weil der Zahn selber keine Schmerzen hat. Du hast sie. Und Leid in der Welt ist Mitleid, ist ein riesengroßer Prozess, der den Menschen ausgelöst wird, um an ihr Geld zu kommen. Mit Spendenaufrufen. All die Sachen, die wir vor einem Vierteljahrhundert schon durchgekaut haben. Mit tausenden von Beispielen. Ja. Jetzt ist aber wichtig, Cut! Du musst dich auch davon lösen, dass da außen irgendwelche bösen Reichen oder Illuminaten oder Rothschilds sind, die die Menschen abgreifen. Das, was ist, ist hier und jetzt und es ist, weil du es denkst und du bist dafür verantwortlich. Das ist der Satz, ich nehme alle Schuld auf mich. Die Frage nach, wer ist schuld, ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Wer hat es gemacht? Und dann bin es das mal ich als Denker, ich denke mir das ja. Genau. Ja. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich sage, da gibt es nichts zu diskutieren. Das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Aber da ich jetzt in dem Moment, ich, der sich das alles ausdenkt, in dem Moment ja auch bloß ein Gedanke ist, ist der auch nicht schuld. Ja. Also ich bin dann auch nicht schuld, solange ich mich so einen Gedanken von mir mache. Weil ich mir ja nicht dieses Ich, das ich mir jetzt denke, das ich nenne, sich ja nicht raussuchen kann, dass ich mir das so denke. Und du merkst, jetzt wird es wirr. Das löst sich sofort auf, wenn du die vier Ich verstanden hast. Die gibt es nur im Holofeeling. Ja. Da geht es nicht mehr um blinden Glauben. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt wird man immer wieder informiert, man sich. Darum sage ich hier auch die Frage, ist jetzt Corona was Schlimmes oder ist es bloß ein Hirngespinst? Ich sage, die Frage stellt sich nicht. Schau, was jetzt da ist. Und dann kannst du auch sehen, wie du mit dem einseitigen Intellekt, den du zum Denken benutzt, du das definierst. Ja. Und in dem Moment, wo du definierst, das stimmt oder das stimmt nicht, ist diese einseitige Wertung da in dir. Die mir nicht werden, sondern die wird plötzlich bewusst, wo dich eine einseitige Währung hinführt. Und jetzt schalte ich hier mal das ein. Bildschirm teilen. Ich schalte mal den Ton mit ein, falls man braucht. Ich glaube es aber nicht, weil ich gerade jetzt hier so ein ganz großes, ihr seid Götter, prophetisches Treffen mit Ivo Sasek, AZK, von denen habe ich einige tolle Videos schon reingemacht. Ein selbsternannter Prophet. Die hast du dann immer wieder, diese ganzen Propheten. Er ist ja der Oberchrist. Die große Schwierigkeit, wenn du dir das jetzt anhörst, ganz wertfrei. Kann teilweise sehr beeindruckend sein, aber das macht der, was viele andere Propheten auch machen. Ich kann dir da zig andere zeigen. Zurzeit ist es so eine christliche Prophetie, weil wir in einer Endzeit leben. Er predigt Feindbilder und Böses ohne Ende und er hat es verstanden. Wo ist das Liebe deine Feinde, wenn er Christ ist? Wo ist das Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde? Was ist mit den ganzen Bösen, die er sich ausdenkt, wenn er sich da draußen keine Bilder machen soll? Der einfachste Grundkontext der göttlichen Gebote wird von diesen, von uns jetzt ausgedachten Menschen komplett missachtet. Und wieso? Weil sie Affen sind. Aber die Affen sind doch Sachen, die wir uns ausdenken. Ja. Kann ich einen Gedanken von mir Schuld geben? Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich sage das immer wieder. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu jemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie ich ihn mir jetzt ausdenke. Ja. Bist du schon ich? Wir können ganz kurz einmal laufen lassen. Aber mir persönlich geht es einfach so. Töchterchen. Ich finde das Wort gerade mega modern.
Ich sehe es eigentlich so wie bei diesem Adler hier. Der sieht etwas, da vorne kommt ein Leuchtturm, ein Meer, ein Schiffle und er sieht was in der Ferne. Ich sage jetzt mal, der hat den prophetischen Blick drauf. Und da unten der kleine Spatz, der sagt so, hä, was hast denn du geraucht? Oder? Hier sind nur Blätter. Oder? Und jetzt ein kleiner Vergleich, oder? Mein Vater zum Beispiel vor 18 Jahren hat in einem Bühnenstück dargestellt, wie es Mann-Frau-Menschen geben wird. Und da war die Reaktion eher so, hat der noch alle, oder? Und heute ist allen klar, dass es das gibt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oder den Lehrhelm in demselben Bühnenstück, ich nehme nur ein paar Beispiele. Irgendwie denkt man nur so, hä? Oder? Aber heute in China bereits eingesetzt, zum Beispiel ein Stirnband, das die Hirnströme misst von den Schülern und dann einen Lehrercomputer. Das Prophetische, es ist schon mal vorher und nachher. Das ist, ja. Es geht um was ganz, ganz anderes. Das ist, ich sage immer wieder, das kannst du nicht im Großen und Ganzen erfassen. Aber was hier ist, ist plötzlich der Hass, die Welt besser machen wollen. Alle erkennen, es ist irgendeine Endzeit da. Schön, euch alle da auf der Leinwand zu sehen. Euch alle auf der Leinwand zu sehen. Hallo in allen Ländern wieder. Ich habe mich so gefreut heute wieder beim Zähneputzen. Wisst ihr, ich habe die Bilder von Ukraine, Russland, dann wieder Rumänien, überall hängen Bilder von euch. Und dann weiß ich, während dem Zähneputzen, in ein paar Minuten bin ich in all diesen Ländern. Das ist, was jetzt das erste Mal wichtig ist, die erste Erkenntnis, was ist eine Illusion? Was du siehst, sind deine Informationen und was jetzt deine materiell wahrgenommene Information, sprich sinnlich wahrgenommene Information ist, ist ein Monitor in einer gewissen Entfernung vor dir und auf dem Monitor ist ein Pixelmännchen. Ja. Aber jetzt schau mal ganz tief in dich rein, inwieweit du glaubst, dass der auch da außen ist, wenn du ihn nicht denkst. Ich meine jetzt nicht nur das Pixelmännchen, sondern sagst du mal der Monitor. Existiert der Monitor überhaupt, wenn du nicht an ihn denkst? Existieren deine Augen, wenn du nicht an die Augen denkst? Du musst einfach nur verstehen, was das Wort Existenz bedeutet. Wenn man das jetzt übrigens ein bisschen laufen lässt, die Aussage ist ja richtig, ihr seid Götter, bloß er weiß nicht, was er Gott ist. Viele Götter gibt es sowieso nicht. Es gibt bloß einen Gott, aber der kann sich teilen. Das ist das, was ich Geistesfunk nenne. Es ist aber immer derselbe Geist. Das ist schon gewaltig, oder? Das ist eine wunderbare Sache, dass wir hier weltweit zusammen sein dürfen. Ich danke meinen Vorrednern für diese hervorragenden Übersichten, für diese Einleitung auch. Wir versuchen das Beste für das Gesamte hier. Versucht mitzudenken, versucht mitzufließen. Den Übersetzen wünsche ich sehr viel Erfolg. Ihr müsst heute Schwerarbeit leisten, es kommt sehr viel auf euch zu. Ja? An Geschwätz, aber an raumzeitigen Geschwätz und auf gepredigten Feindbildern, das kommt auf euch zu. Unser Hauptproblem ist immer wieder, wenn wir jetzt reingehen, die Religion. Wir schauen einfach, das Wort Religion gehe ich genau in den Ohrenbohrungen drauf ein, was bedeutet eigentlich Religion? Wir schauen uns das einmal genauer an. Sagst du mal, ich mache das den Punkt 2, eine bestimmte durch Lehre und Satzungen festgelegter Glaube, ein Glaubensbekenntnis. Diesbezüglich ist Naturwissenschaft zum Beispiel eine Religion. Ja. Eine Religion ist eine gewisse Lehre, die man vom Hörensagen kennt und die Regeln sind in Büchern festgeschrieben. Das gilt für alle Religionen. Ja. Im klassischen Sinn, und das ist jetzt wie mit allen Worten, wenn ich sage Nazi, hast du eine ganz klare Auslegung, das Wort neutral betrachten ist eine Nation, ein Nazi ist das einmal, der in einer gewissen Nation geboren wurde. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, in Bezug auf Trockennasenaffen, bist du jetzt ein Gorilla, ein Orang-Utan, ein Schimpanse? Das wäre jetzt wieder wie in unseren Kollektionen, das sind ja alles Primaten. Oder ein Trockennasenaffe, den du Mensch nennst. Du gehörst aber zur Gattung der Trockennasenaffen. Das hat man dir in dem festgesetzten Glauben des Materialismus beigebracht. Du bist ein sterbliches Säugetier. Und ich sage, nein, das sind alles Dinge, die du dir ausdenkst. Du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Den gibt es aber in der Religion der Naturwissenschaft gibt es keinen Geist. Da ist Geist nur ein Abfallprodukt von dem ausgedachten Gehirn. Aber interessanter wird es, wenn wir das jetzt hier anschauen, Glaube an vermeintlich überirdische Mächte, Wesen, besonders an Götter oder an einen Gott als Schöpfer und Lenker der Welt und der Menschen sowie der entsprechenden kultischen Verehrung. Und jetzt kannst du einen und denselben Satz positiv lesen, einen positiven Charakter geben oder einen negativen Charakter, aber schon das Wort Glaube gibt einen roten und einen blauen Glaube, das ist immer die Sache, ich glaube, heißt, ich halte es für wahr. Kannst du es beschwören? Ich sage jetzt einfach, kannst du es beschwören, ohne dass du an Meinheit schwörst?
Und bei all den Sachen, die du nachhast, kannst du es beschwören, dass da außen Corona-Kranke sind. Wieso hast du selber schon erlebt? Und das hängt jetzt davon ab, welches Programm du in dir laufen hast. Ja. Ich habe noch überhaupt keinen einzigen gesehen als Udo. Ich kenne ihn nur aus Radio und Fernsehen heraus. Genau. Meine Frau arbeitet im Weißenburger Krankenhaus. Da kann ich definitiv sagen, sie schreibt einen Großteil von Arztbriefen und Operationsberichten. Wenn ich ins Internet gehe, ich habe wieder nur Worte auf den Seins, sind angeblich im Landkreis Weißenburg, glaube ich, neuesten Stand, was sind nicht 180 Menschen gestorben. Mit und an Corona. Es ist im Weißenburger Krankenhaus nicht ein aller einziger wegen Corona gestorben. Es sind alle, die gestorben sind, werden seit Corona zwangshaft auf Corona getestet. Und wenn du den Corona positiv bist, dann gehörst du in die Tabelle, dass du mit gestorben bist. Das heißt, wenn einem nach einem Autounfall eingeliefert wird und die bringen den nicht durch, er stirbt 2 Stunden nach einem Autounfall. Und die testen den positiv, ist ein Corona-Toter. Ich mache jetzt keine Verschwörungstheorien. Ich kann nur sagen, in der Udo-Welt, ganz normal, und da sind wir reichlich drauf eingegangen, hat es im Weißenburger Krankenhaus überhaupt kein Corona gegeben. Ja. Das deckt sich jetzt hier 2020 mit den Beerdigungsunternehmen, die Leute entlassen mussten. Da gibt es Videos dafür. Es sind aber immer einseitige Aussagen. Das ist jetzt der Unterschied von Holofeeling. Weil um etwas zu sehen, musst du dich wo drauf fokussieren. Das ist das im letzten Selbstgespräch. Du kannst deine Küche nicht sehen. Eine Küche ist eine Kollektion. Wenn du was siehst, ist es eine Facette aus dieser Kollektion. Und jetzt hast du verschiedene Glaubenssysteme und du benutzt davon ein allereinziges Glaubenssystem. Ich könnte jetzt sagen, du hast verschiedene Filme und du hast nur einen einzigen Film, eine Datei im Arbeitsspeicher. Dann kannst du nur aus dieser Datei Bilder auf dem Bildschirm holen. Aber es gehört zu diesem Bild, ist im Hintergrund auch ein anderes Bild. Das du da nicht siehst, ist aber zum Ausgleich, schau bitte das kleine Bild an, das wir brauchen, das Gegenteil, der Camera Obscura. Wenn es jetzt hell ist, ist es für dich nicht finster. Wenn du das Prinzip der Synthese aufbauend auf deinem ausgedachten Hintergrundwissen eines heliozentrischen Weltbildes, muss dir klar sein, es gibt keinen Wechsel, keinen chronologischen Wechsel zwischen Hell und Dunkel. Es ist immer eine Seite hell und eine Seite dunkel. Und die Kugel, wenn du unten schaust, die sich dreht, das ist so unendlich simpel. Jetzt ausgedachterweise existiert diese Kugel überhaupt, wenn du sie nicht denkst? Wenn du das glaubst, bist du hundertprozentig sicher, dass ein Gedanke, den du nicht denkst, der trotzdem da außen existiert. Und ich sage wieder, du weißt nicht, was 100% sicher bedeutet, weil du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Genau so ist. In Bezug auf die Erdkugel könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du jetzt als Affe in einer Rakete steigst und hochfliegst. Du musst nur wissen, du hast da VR-Brille auf dem Kopf. Du träumst doch. Ja. Und deine sinnlich-optischen Wahrnehmungen sind die Bilder, die auf einer VR-Brille erzeugt werden. Und da gibt es keinen dreidimensionalen Raum. Das ist eine Illusion. Das ist ein Traum. Der Raum ist ein Traum. Ja. Mhm. Und dann wirst du plötzlich feststellen, wenn du hier reingehst, das ist übrigens hier das Wort Raum. Im Hebräischen gibt es im Langenscheid, das steht jetzt hier nicht drin, wenn wir in Langenscheid reingehen, da ist das einmal, da wird als Raum, als Überbegriff, ist hier Makom. Das Wort, da kommt jetzt in diesen althebräischen Wörterbüchern, kommt das Wort Raum gar nicht vor. Im Langenscheid, im neuen Langenscheid, wenn du deutsch-hebräisch das Wort Raum nachschlägst, hast du zuerst einmal dieses Wort Makom, das ist eine Lokalisierung, ein Ort, eine Ortsbestimmung, eine Stelle, und wir wissen, es ist immer hier und jetzt und wir richten hier und jetzt was aufgerichtet. In der Transversalen darf beginnt was zu existieren. Das ist hier und jetzt. Das steht im Langenscheid in der Übersetzung, steht hier als erstes Raum. Und dann wird es etwas genauer definiert, das ist nämlich dann dieses Wort Chet-El-El. Wir machen es als Kol, da wissen wir, das ist es Weltliche, das Profane. Und es fängt jetzt an zu zittern. Das Weltliche taucht auf und verschwindet. Und Chet-El-El, das ist jetzt das klassische Wort. Auch hier, wenn wir feststellen, laut Langenscheid ist das hebräische Wort für Raum. Das ist der hohe Raum, der leere Raum. Aber schau mal, was wir da haben. Dieses HWH ist ein Lichtraum. Ja. Ja. Und das ist das blaue Licht.
Das ist was Ausgedachtes. Aber wir haben wieder das Profanieren, das Entweihen. Du entweihst dich in dem Moment, wo du dir was ausdeckst. Das passiert das HWH, darum haben wir einen Abwasch von 100. Mhm. Und das ist immer, was du siehst, dieser Raum, denk an die Küche, 60, 8, heißt definitiv, ist eine raumzeitliche Kollektion. Jetzt in der Grund, in der Grundbasis von 60, 8. Ich gebe 8, ich nahm wahr, ich verstehe, ich unterscheide, ich erkenne. Was hast du alles zu erkennen? Das ist raumzeitliche Kollektion. Das ist dieses klassische Spiel, wenn ich sage in der Vordersprache, dass der Raum als Ding an sich eigentlich gar nicht existiert. Ja. Er ist in mir, aber nur was um mich herum ausgedacht ist, im Traum, unser Trauma. Ja. Du bist immer, wenn ich jetzt die 60-8 immer wieder das Klassische, wo ich hinsag, ich sag, ich spreche ja Fränkisch, was ich immer sag, was ich rede, aber in dem Wort reden steckt das Eden mit drin. Mein Kopf ist das Eden. Jeder, der in meinen Kopf heimkehrt, Berosche, die mitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen und jeder, der in mich heimkehrt, kehrt zum Mittelpunkt heim. Mhm. Und wichtig ist, das ist das absolute Bewusstsein, die absolute Kollektion, die göttliche Weisheit. Ja. Wenn wir das blau machen, 60, 68, ist es eine raumzeitliche wahrgenommene Kollektion. Das wäre jetzt zum Beispiel deine Küche. Aber die kannst du noch nicht wahrnehmen. Aber du kannst jetzt wissen, was Chatdenken ist. Ja. Was eine Wohnung ist. Eine Wohnung ist eine Kollektion und die Einzelteile dieser Kollektionen nennen wir dann kleinere Kollektionen, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Badezimmer. Und die können wir wieder Kollektion, Selektion, Kollektion. Das ist das Spiel, wo du dich in eine Struktur hineinfokussierst. Und wenn ich sage, ihr seid Götter, dieses Ihr ist eigentlich, ich rede immer nur mit einem. Mhm. Du wirst zu einem anderen, in dem Moment, wo du ein anderes Programm laufen hast, bist du immer noch derselbe Geist. Das ist mein Symbol. Du bist immer derselbe Leser, wenn du vor einem Bücherregal stehst. Aber jedes Mal, wenn du ein anderes Buch hast, ist wie ein Computer, wo ein anderes Programm läuft, das dir aufzwingt, eine ganz bestimmte Rolle, eine ganz bestimmte Person zu spielen. Mhm. Und hier in der Religion, und wir waren ja ganz definitiv unsere Ausgangsbasis, es ist nur der Glaube gewesen, gell? Das ist die Welle, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Die müssen wir jetzt nicht mehr, das ist tausendmal drauf. Das ist die Beschwörungskunst von toten Geistern. Und der Glaube an vermeintliche, überirdische, das Wort über ist schon ganz interessant. Haben wir ein Schwingen mit den zwei Bündchen drüber, da kann ich jetzt lesen, Polar erweckt, wenn ich BR lese. Springen wir da ganz kurz rein. Viele Möglichkeiten, ich mache nur eine Perspektive. Das heißt jetzt, dieses Polar erweckte, im Erwachten, rot gelesen, das ist immer das Spiel. Verbundene Quelle ist der Kopf, außen, außerhalb, ein Augenblick deiner Berechnung. Wird was Polar erweckt, das sind deine Gedankenwelt. Ja. Und das beginnt man jetzt anzuzünden. Die Polaritäten beginnen anzurennen. Das ist longitudinales Denken. Du verstreust es in Raum und Zeit. Du lässt was von A nach B fliegen. Und jetzt kommen diese einfachen Sätze in den Selbstgesprächen. Ich denke mir jetzt ein Zürich und ein Wien aus. Das Zürich, schau das kleine Bild an. Das Zürich und das Wien, das ich mir jetzt vorstelle, das ich mir ausdenke, ist beides hier. Entweder das eine oder das andere, was ich gerade denke. Oder beide gleichzeitig, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Und dann denke ich mir, dass der Redo, was jetzt nochmal geht, von Zürich nach Wien fliegt. Er kann nur jetzt losfliegen und jetzt ankommen, weil jeden Gedanken denke ich jetzt. Das ist das in dem Punkt. Darum ist jetzt in der ganzen Relativitätstheorie der bewegte und der ruhende Beobachter, da bin ich so drauf eingegangen, ist beides, das sind zwei Seiten ein und desselben Dings, die befinden sich aber an derselben Stelle. Die Schwierigkeit ist, wenn du das erste und das zweite Gebot bringst. Du machst dir ein Bild von dir selber und du machst dir ein Bild von was da drüben im Himmel oder da drunten auf einer ausgedachten Erdkugel oder auf einer Erdscheibe hängt, von einem Wissen ab. Dieser Bruch, der macht das große Problem. Und darum haben wir das auch, du bist zwei Gestalten. Mhm. Du bist MM, der Mom-End, das Kreisen, das Mem-Im, das Wasser, blau gelesen. Mhm. Aber das wird auch immer positiv im Feuer aufgehen. Mhm. Die Unwissenheit, die Dummheit, das ist das Bär. Wir können natürlich jetzt das 70 als ein Fokal rausschmeißen und dann hast du das Äußere. Das ist der Brand.
Der Rand. Spitzig Bar, der Barn. Bin ich auch in Holofilling, das Wort Bar, extrem vielfältig. Kann man auch rot lesen, im Kopf ist eine Einheit. Und diese Einheit im Kopf ist der Rai als Ding an sich. Dieser Rai, der Kopf des Schöpfergottes. Mit Elef gelesen. Schau, das ist jetzt nichts. Da haben wir schon den Einheitskreis. Plus, 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 minus, 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 plus. Und gespiegelt. Und der Atma Schwert, Hüben 3 und Trüben 3, in der Mitte nichts. Die Rai, die Rai. Wenn man es oft genug wiederholt, merkt man, da ist wirklich ein göttliches System dahinter. Genau. Und jetzt haben wir hier das Ü, BR und dann kommt IRD. Dann gehst du über den Jordan, das ist nämlich IRD, ist irdisch werden. IRD, eine intellektuelle berechnete Öffnung. Eine intellektuell berechnete Öffnung. Das ist natürlich auch rot, ist Gott, der kleine Gott, in seinem geistigen Kopf geschlossen, aus dem das dann alles entspringt, wenn du dir was ausdenkst. Und darum heißt dieses IRD ist ein Hinabsteigende. Dann bist du über den IRD irdisch, isches Gestaltwerden über den Jordan gegangen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann sage ich zu dir ganz definitiv, zuerst einmal der grausame Jahwe, wie viele sagen, das ist ein Massenmörder, welche Völker du ausrotten sollst. Die Amoriter, das sind einfach zuerst einmal bloß die Schwätzer. Dieses Volk. Denken, erwähnen, sagen, die sprechen, die nachplappern. Da gibt es eigene Updates davon. Das sind diese Völker, wenn du die hebräischen Wörter im Original anschaust, sind einfach nur negative Aussagen. Das sind Schwätzer, die Lügner, die hast du alle zu vernichten. Schmeiß die alle raus aus deiner Traumwelt. Das aber nicht geht, weil wie willst du aus deinem Traum was rausschmeißen? Das, was du träumst, hast du aus dir selbst um dich herum ausgedacht. Wenn du das loshaben willst, musst du es zurücknehmen, sonst bleibt es ewig da außen. Ja. Und das ist wie Puzzlestücke, die du wieder zusammensetzt. Also wir haben jetzt hier dieses Irdisch. Schau mal, wie das weitergeht. Das Überirdisch eh. Aber wir können jetzt natürlich dieses Ische. Mir kümmert dieses IRD-Ische, gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann hier zuerst einmal, ich mache mal eine ganz tolle Möglichkeit. Ich mache einen göttlichen Logos. Der göttliche Logos ist die Quelle. Rot gelesen. Ja, so ist es. Der göttliche Logos ist die Quelle. Was ist die Quelle? Das ist das Wort Isa ausgesprochen. Das ist der Isa im Koran, das ist der Jesus. Das heißt auch Rettung und Heil. Ja. Da steigt also ein Jesus hinab in diese Traumwelt, um die Rettung und Heil zu bringen. Ja. Macht einen Sinn, oder? Ich finde, es macht einen Sinn, wenn man es verstanden hat. Natürlich. Zumal eine vollkommen neue Perspektive. Ja. Das ist dann ein Freigeborener, du wirst jetzt der Hur. Das ist übrigens das Wort Hur ausgesprochen, normal, das ist der Ben-Hur. Mhm. Ben-Hur ist eigentlich der Sohn des Freigeborenen. Mhm. Des Ewigen, der Mark, da haben wir unsere berühmte 3-4, 40, 43, 4-3, je nachdem, wie wir das spiegeln. Das ist immer schön, wenn man die Ebenen, wenn man hier in den kleinen Wert geht und die Nullen, die kannst du immer ignorieren. Das ist ja das Schöne, dass der absolute Schöpfer, wenn du das einmal das Zahlenspiel mit den Zahlen durchgehst, dass ich immer sage, der 1, die 1 ist praktisch ein Uni, ein nicht denkbares. Da hast du jetzt hier schon in den Alif diese Spiegelung der beiden Js. Dann haben wir bei J, beim kleinen Gott 10, haben wir ein 1 und ein Nichts, ein Kreisen, eine 0 dran und beim Kopf dann kriegst du dieses, die zwei Nullen sind das Unendlichkeitszeichen, 1 unendlich. Ja. Unendlich viele Affinitäten, unendlich viele Gedankenwillen. Man muss da bloß ein bisschen fantasieren, weil man das Prinzip einmal verstanden hat, ist es ein ganz simpel zu lernendes Prinzip. Ja. Und jetzt ist es so, dass man diesen Jesus-Mächte, Ische, Isa-Mächte, das sind Wesen, ich erkläre dir, dass ihr Götter seid, ich bin immer noch, ihr seid Götter. Aber die Götter sind nicht irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, sondern das sind die träumenden Geister, die letztendlich nur ein Geist sind. Geister, wenn das nur, weil es verschiedene Träume sind und du in verschiedenen Personifizierungen dich erlebst. Das ist kein Science-Fiction, was ich jetzt mit dir mache. Das ist
die Wirklichkeit in deinem Hintergrund, in deinem geistigen Hintergrund. Das ist sofort überprüfbar. Die ganzen Elementaraussätze, wenn ich sage, ich bin der Erste, kann jeder 13-Jährige sofort nachvollziehen. Mhm. Wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Wo kommt es her, was du denkst? Das ist einmal aus dir. Die Schwierigkeit sind die 4 Stufen der Vergesslichkeit. Wenn du jetzt an einer Krankheit leidest, es ist eine komplette Identifikation mit einem einzelnen Gedanken. Schuld daran ist, weil du das erste Gebot brichst. Als Gotteskind, als Geist. Du verwechselst dich mit einem Gedanken, wo du meinst, mich wird es ohne diesen Körper, den ich denke, ja nicht geben. Und ich sage, das ist einfach nur eine Selbstlüge. Kannst du das beschwören? Wir sind wieder beim Thema. Du äffst wieder geistlos was nach, wo dir so leicht wäre, mit deiner eigenen Meinung festzustellen, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du bist nämlich hundertprozentig sicher, auch dann da, als wahrnehmender, träumender Geist, wenn du jetzt nicht gezielt an diesen Körper denkst, mit dem du dich verwechselst. Ja. Also was ist jetzt in dir drin, dass du das nicht wahrhaben willst? Nee, das ist auch das Mitleid, das erkenne ich bei mir, dieses Mitleid. Das, was du erzählst, das ist für mich... Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wie kann ich irgendjemandem, den ich mir ausdenke, helfen? Ich würde jetzt sagen, das wird dir nicht schmecken, was ich dir sage. Du hilfst einen absolut, wenn du ihn nicht mehr denkst. Ja, das ist wohl wahr. So, und jetzt geh mal, spring 20, 25 Jahre, 20 Jahre in Vorträge zurück. Ja. Und dann wirst du feststellen, ein klassischer Satz, wir denken uns jetzt hungernde Kinder in Afrika aus. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Denen ist gut gegangen. Ja, das die ist waren gut. In der kompletten Heiligkeit. Und wenn wir sie ausdenken, beginnen sie in uns zu existieren als Information. Das heißt, das sind eigentlich wir, weil wir ja die Gnade sind, die Energie sind, die diese Form annimmt. Ja. So, jetzt sind da erst eigentlich Kinder in Afrika. Neger, das böse N, oh, ich habe das böse N-Wort gesagt. N steht für existieren. Af. Die Nase, ich mag es jetzt so, Insider wissen, was ich meine. Und jetzt denke ich, die mir hungernd. Wer ist jetzt schuld, dass denen schlecht geht? Ich. Aber kann es ein Gedanken von mir schlecht gehen? Kann ein Gedanke, den ich denke, anders sein, wie ich ihn denke? Erleben du den Traum nur der Geist, der träumt. Ja. Das ist auch der Einzige, der wo was empfindet. Ich kann immer nur diese Einfachheiten, das musst du gebetsmittelhaft machen. Dieses Selbstgespräch, ich habe jetzt muss wieder ein bisschen raumzeitig, ich war mit der Diana, gerade jetzt, der Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt, kein anderer. So ist es. Ist so. Dieses Selbstgespräch ist eine Meditation und so wie ich sage, mach alle 2 Minuten Cut, empfehle ich dir. Einmal hören reicht nicht. Hör dir das immer wieder an. Es ist wie ein Heilungsprozess, wie ein Mantra. Aber nicht, dass du hier verblendet wirst oder in einen Zustand kommst, der dich verrückt macht, sondern dass dieses immer dieses Wiederholen, dieses sich selbst in Frage stellen, kann ich das beschwören? Vor was habe ich eigentlich Angst? Kann ich beschwören, dass das wirklich passieren kann? Und jetzt ist es immer in Bezug auf den Körper, mit dem du dich verwechselst. Das ist das erste große Problem, der Bruch des ersten Gebotes. Du machst dir ein Bild von dir selbst und willst diesen Gedanken, den du meinen Körper nennst, möglichst lange am Leben halten. Und jetzt kann ich immer wieder sagen, schon, wenn wir auf die nächsthöhere Ebene von diesem kleinen blauen Ich, der Persona, auf den Menschen, auf die nächsthöhere blaue Ebene in das Programm springen, das wir uns jetzt ausdenken, den Menschen als Ding an sich, erkenne ich doch schon innerhalb dieses Chats, dass jetzt, wo wir das als Buch sehen, vom Säugling bis zum Greis, von der ersten bis zur letzten Seite, sich Seite für Seite meine Information verändert. Ja. Und ich in einen Komplex auf der Seite 30, wenn man das Lebensjahre nenne, komplett andere Informationen aufgrund von Worten in mir aufbauen und Auslegungsfähigkeiten wie auf der Seite 4 oder auf der Seite 6. Mhm. Der Leser, der das jetzt aber zu erleben bekommt, das ist der Geistesfunk, der dieses Leben zu erleben bekommt, ändert sich dabei überhaupt nicht. Ja. Noch genauer kann man es nicht ausdrücken. Und wenn das jetzt einer nicht wahrhaben will, ist es einfach so, es bleibt eine
geistlose KI in deinem Traum. Ja. Darum habe ich ja auch hier in deiner Welt diese Videospielmetapher erschaffen. Ja. Dass wir immer zuerst einmal einen Singleplayer-Modus haben. Das heißt, da gibt es nur einen Spieler, der als Avatar, als Protagonist sich selbst spielt und alles andere sind nur KIs Antagonisten. Jetzt mache ich natürlich einen Sprung, da gehe ich auch in dem, jetzt kann ich wieder sagen, in dem vorhergehenden Selbstgespräch drauf ein, das mit den redundanten Störungen, wo man sehr aufmerksam zuhören muss, wo ich das Bücherregal auch in zwei verschiedenen Facetten bringe, ist es einmal, dass das Bücherregal aus Einzelleben besteht, die letztendlich in allen Büchern, egal welches Buch du liest, bist du der Protagonist und alle anderen Charaktere sind die Bücher, die anderen Bücher im Bücherregal, wo du nur dasselbe Leben in derselben Welt, zur selben Zeit, im selben Jahrhundert erlebst, aber aus einer anderen Werteperspektive mit einem anderen Charakter. Ja. Oder die zweite Möglichkeit haben wir Bücherregal, wo komplett andere Leben sind. Und du wirst jetzt feststellen, was ich dir erzählt habe, ist wie in der Triadenlehre, wenn man das einmal wirklich versucht nachzuvollziehen, diese Metapher zu nachzuvollziehen, was ich dir damit mitteile. Dieses, was du einen anderen tust du dir selbst, bezieht sich auf dieses Bücherregal, wo jedes Buch ein Einzelleben ist, aber wie in einem Hologramm, wo ich sehr oft drauf aufgegangen bin. In jedem Buch alles drin ist, bloß klein und unscharf, weil du nur diese eine Perspektive anfokussieren kannst, die dir dieses Programm aufzwingt. Das ist das Spiel, wo ich jetzt immer wieder sage, wenn du jetzt am Computer sitzt, du hast auf deiner VR-Brille jetzt einen Monitor. Auf dem Monitor befinden sich drei Pixelmännchen. Helene, Helga und Udo. Und du siehst jetzt zum Beispiel, was hinter der angeblich ist ja Monitorlämpchen. Du musst nur cut, was ist jetzt da? Ist da wirklich hinter der Helga einige Vasen mit Blumen und ein weißes Schränkchen und hinter der Helene auch so eine kleine Vase mit einem Fenster? Ist hinter dem Udo dieses Beroschit? Es ist alles in dir drin. Ja. Jetzt ist es interessant, wie sieht es, wenn du nach vorne schaust? Du kannst auf deiner VR-Brille deinen Monitor sehen und kannst über den Rand von dem Monitor schauen und dann hast du in der Tiefe, wohlgemerkt, eine Z-Achse, denk an den Spiegeltunnel, es ist immer hier. Dann siehst du ein drumherum einen Hintergrund von deinem Monitor. Ja. Den siehst jetzt bloß du, weißt die Helga oder die Helene oder der Udo, was du anschaust. Die Namen, die ich jetzt genannt habe, sind nur Programme. Ja. Du kannst immer nur Bilder aufschmeißen und konstruieren, aber das setzen wir jetzt zusammen, diese vielen Einzelgedanken. Das heißt, wenn du jetzt die Helga bist, hast du einen anderen Monitor zu dir, wie wenn du jetzt die Helene oder der Udo bist. Und du bist halt jetzt auch einer. Du bist aber der, der sich die alle ausdenkt. Drum erwähne ich erkläre es nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört und du denkst jetzt dieses Video aus und du denkst dich selbst aus. Und an wen denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Es geht jetzt nicht um den Kirby, ich sage jetzt, an welchen Menschen denkst du? An Menschen. Das ist eine Kollektion. Jetzt sind wir wieder bei der Küche, bei der Wohnung, beim Wohnblock. Erinnere dich in dem letzten Selbstgespräch des Chit. Genau. Sat Chit Ananda. Das ist dieses Chit im Sanskrit. Und jetzt, oh, wenn ich komme, die Sprachen brauchst du nicht. Du hast jetzt im Kern, ich betone, die nächsthöhere geistige Ebene ist eine Grundvoraussetzung, dass du Deutsch denkst. Aber das Deutsche gibt es doch fast immer mit den ganzen Anglizismen. Ja. Das Englische ist so eine Wischiwaschi-Sprache. Ja. Es ist, man kommt sich modern und trendy vor, wenn man nur noch nachäfft, wenn man das Deutsche entheiligt. Das Deutsche ist so unendlich entheiligt. Und ich betone jetzt, ich rede nicht von dem blauen Deutschland, das du dir ausdenkst. Das ist ein Gedanke wie die Türkei oder wie Syrien oder Mexiko oder egal, was du denkst. Das rote Deutsch, das Alemannien, aller Männer, das sind meine Geistesformen, ja, hat wesentlich mehr dann diesbezüglich mit dem Arabischen zu tun, wie mit irgendeinem Englischen. Aber das muss man nicht wissen. Werde doch einfach wieder ein Kind. Ja. Ein Gotteskind. Wenn du nicht wieder von Neuem geboren wirst, und jetzt ist es ganz interessant, dass du dich selbst gebierst als Geber und dich selbst befruchten musst,
wenn du an dich denkst? Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an deinen Körper denkst oder an einen anderen Körper denkst, wenn du mal komplett verstanden hast als Geistesfunk, dass das nur zwei verschiedene Informationen sind? Ja, so ist es. Dass das Worte sind, wo du was aufbaust. Das ist der Satz, wo ich sage, wo ist der Unterschied, ob du jetzt aufgrund des Wortes Jesus von Nazareth oder den Worten grünes Massenmännchen eine Vorstellung aufbaust. Es sind Worte und du baust eine Vorstellung auf. Und es ist wirklich wichtig, dass du erkennst, dass du jetzt aus den Worten eine ganz klare, einseitige Vorstellung machst. Und jetzt frag dich, glaubst du noch, dass du mit den Dingen, die du dir jetzt ausdenkst, nichts zu tun hast? Das ist das, wo ich rumreite und feststellen muss, ja. Es ist nahezu, ich sage mal, von Tausenden von Trockennasenaffen, mit denen ich immer wieder in einem ständigen Wechsel mit mir zu tun habe. Es sind ganz, 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 ganz wenige Auserwählte, die plötzlich erkennen, hey, da ist ein Geist, ich sehe, da ist ein Geist von mir, ein Geisteshund von mir im Hintergrund, die registrieren, was ich ihnen erzähle. Nee. Darum sage ich mit Strenge, da gibt es nichts zu diskutieren. Entweder verstehst du das, wenn du Geist bist, oder du bist bloß ein Gedanke von mir, dann ist es eh sinnlos, dass ich es dir erkläre. Ja. Das kann ja durchaus jetzt in deinem Fall, wo ich merke, ich rede mit einem Geist, du hast ein persönliches Umfeld. Ja. Das eine nennst du Familie und Freunde und das andere sind Fremde, Bekannte. Und da wirst du feststellen, da sind dir manche sympathischer, manche sind dir weniger sympathisch. Es kann sein, dass dir ein Fremder wesentlich sympathischer ist wie gewisse Teile deiner Familie, Trockennasenaffenstrukturen. Aber das ist alles unwichtig, das sind schon wieder Wertungen. Ja. Was hundertprozentig sicher ist, dass die einen wie die anderen nur existieren, wenn du an sie denkst. Genau. Sogar du selbst, jetzt sind wir wieder an, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, selbst dieser Körper existiert nur, wenn du dran denkst. Aber du, den ich jetzt anspreche, den ich das erkläre, du bist ewig. Du bist ohne Anfang und Ende. Das ist übrigens keine Sache, wo ich mich jetzt fragen muss, stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und was du erlebst, ist dein Denken. Wann hast du zum Denken angefangen? Jetzt schau wieder, was deine Logik sagt. Das ist die Falle. Und da ist übrigens nichts verkehrt gelaufen. Das ist meine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und wieso meinst du, dass ich jetzt in die aufgetaucht bin? Weil sonst wärst du ja überhaupt nicht bereit, wach zu werden. Aber ich bin ja schon in so vielen Figuren in dir aufgetaucht. Ich kann auch sagen, auch als Jesus, den du dir jetzt als Märchengeschichte ausdenkst. Es bleiben deine Gedanken. Der Denker ist in der Hierarchie des ewigen Lebens, steht er immer eine Stufe vor den Sachen, die er sich ausdenkt. Der Mensch ist eine Kollektion von Wissenselementen, die ich aus dieser Kollektion, aus dieser Datei entfalten kann. Eine Komplexität, die du vielleicht irgendwann einmal erahnen wirst. Aber jetzt ist das Schöne, dass wir uns ja nicht um die Vielheit interessieren, sondern um das, was das eine ist. Was ist das Ein-E? So wie ich es jetzt spreche, in hebräischen Zeichen geschrieben, das nicht existierende E-Quadrat. Ja. Was ist das eine? Studier einfach die Relativitätstheorie von Einstein. Die Grundformel E-Quadrat ist gleich M-Quadrat mal C hoch 4. Und dann schau, was in Wikipedia drinsteht und dann wirst du merken, diese Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das heißt definitiv, sie ist nichts und alles gleichzeitig, wird aber ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Energia, inneres Wirken, die innere Wirkung. Und dieses Wirken, das sind wir, ich und du, JCA, ICA. Um das nochmal klar zu machen, der vom Bücherregal, der im Moment kein Buch liest, aber sich selbst beobachtet in der Reduzierung als Mensch, rot gelesen, der in Verbindung mit einem blauen Ich jetzt sich selbst personifiziert in einem Traum erlebt. Genau. Das ist JCA, ICA, die zwei roten Ichs. Ja. Das ist Plus, Plus und Plus, Minus im Einheitskreis. Mhm. Das Plus, Minus heißt, wenn mein Plus das anfängt zu träumen, das etwas sich ausdenkt, Minus sich von was abtrennt. Ja. Genau. Mhm. Das ist das ganz einfache Spiel. Geh die Gedankengänge mit und dann wirst du feststellen, dass du das alles überprüfen kannst. Genau. Es ist doch ein einfaches zu erkennen, dass etwas, was du nicht denkst, nicht da ist. Aber jetzt schau in dich rein, was du glaubst.
Kannst du das beschwören, dass die Erde da außen, die Erdkugel auch dann da außen ist, wenn du nicht an sie denkst? Kannst du beschwören, dass dein Körper, den du denkst, wenn du an deinen Körper denkst, dass der auch dann existiert, existiere aus dir heraustritt, wenn du nicht an ihn denkst? Es wird einfach, es ist die Sprache selber, ist unendlich perfekt. Mhm. Ist aber in El Hayom, in UB. Darum ist es auch imperfekt. Bin ich auch darauf eingegangen in einer der letzten Sachen mit dieser sogenannten Imperativ, mit der Befehlsform. Die 10 Gebote sind keine Befehlsform. Na. Im klassischen Jüdischen nennen wir das übrigens bloß die 10 Worte. Ja. Das ist, und in der modernen Hebräisch ist es dann die Zukunft geworden. Mhm. Und da kann ich dann immer wieder hinweisen, dass wirklich, wenn du Ahnung über Sprachen hast, jetzt ist schon wieder, wenn ich Altsach und Neu, denk mal schon wieder an Vergangenheit und an Zukunft. Das alte Hebräisch kennt keine Zeitformen. Es gibt bloß perfekt grammatikalisch und imperfekt. Perfekt ist das, was schon abgeschlossen ist, was durchschaut ist, was erkannt ist, was verstanden ist. Das ist perfekt. Und imperfekt ist das, was noch im Werden ist. Du kannst, du sollst, du wirst dir kein Bild von dir selbst machen. Ja. Momentan magst du das aber noch, weil du noch imperfekt bist. Mhm. Bis du den perfekt verstanden hast. Aber jetzt haben wir schon wieder, P ist die Weisheit von R, E Quadrat R, von uns zwei. Außer es ist noch, dann ist es das Wissen von was Erweckten. Und immer haben wir die Ecken. Ich liebe die Ecken. Das Eck und das Ack, Aleph, Aleph, kann man auch ein Ack draus machen. Reduziert geschrieben. Eben jetzt nur bloß hier. Es existiert nur eben, jetzt expen, eben expen, jetzt das, was hier unmittelbar als Information vorliegt. Ja. Und schau, was jetzt ist. Und dann wirst du feststellen, du hast Reizauslöser und du reagierst auf die Reizauslöser und damit formst du ständig mit diesen Reaktionen, Aktionen, bin ich so drauf eingegangen, deine Informationen im Jetzt. Mhm. So, und dann kommt wieder normal, dann hast du ein Wehwehchen, dann geht was kaputt und dann bist du wieder voll in der Vergessenheit. Mhm. Das Spiel alleine, wach werden musst du alleine, es kann. Und du bist der Einzige, der wach werden kann. Ja. Das, was du bis jetzt als Sterben betrachtet hast, SDR, das sind die Worte, wenn dann so vielfältig, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick SD, raumzeitliche Spiegelungen oder Erscheinungen oder selektierte Spiegelungen, je nachdem, welches der drei möglichen S wir setzen, erben. Erweckte polare Existenzen sind Gedanken, wenn von Augenblick zu Augenblick kommt eine neue Gedankenwelt in dich. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Immer wieder wiederhole ich das gebetsmühlenhaft. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist eigentlich eine Gebetsmühle? Das ist auch so eine Sache. Das Runterrattern von Sätzen, es ist ein riesengroßer Unterschied. Ich bete ja jetzt nicht. Das ständige Wiederholen, was ich jetzt angeraten habe, das Selbstgespräch. Du bist der Einzige, der das erlebt. Dass ich sage, das ist wie ein Mantra, dass du es irgendwann einmal verstehst, ist ein, wieder zerst einmal zwei Seiten, ein riesengroßer Unterschied, was jetzt denken wir uns Juden, Hebräer aus an der Klagemauer. Oder wenn sie ihre Defilin anlegen, ihr Kästchen vorne drauf machen und diesen da machen, was ich Hospitalismus nenne. Das sind Tiere, die man einsperrt, die hier einen Lagerkoller haben. Oder du gehst in buddhistische Klöster, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, die nicht anders sein können, wie wir sie denken. Das meine ich damit nicht. Du sollst dich hinsetzen und extrem aufmerksam zuhören, was dieser Lautsprecher, das Pixelmännchen Udo, dir erklärt, gerade im letzten Selbstgespräch. Ich schläfe dich nicht ein, sondern ich versuche dich wach zu machen. Das schläfert dich doch nur ein, das ist doch so ein Automatismus. Hare Krishna, so und so viel tausendmal Hare Krishna am Tag schreien. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Da geht es zuerst einmal, dass du dich betäubst, dass du von der Welt nichts mehr mitkriegst. Ich will, dass du wach wirst. Wirklich erwachen tust du in dem Moment, wenn du weißt, dass du jetzt träumst. Jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Aber damit ist doch verbunden, dass du weißt, dass du ein absolut als roter, träumender Geist ein ab
absolut ist nichts bist, das gar nicht zerstört werden kann. Jetzt wirst du zu einem Kino, das an allen Filmen, an allen Rollen Freude hat. Mhm. Jetzt wirst du die Abwechslung, achte immer das Ab und Ab im Englischen mit UB, genau. Im Deutschen unter anderem mit AB geschrieben. Und da wissen wir, das ist je nachdem, ob ich das Ab ausspreche, dann haben wir den Vorder oder das Aufblühen. Wenn wir es Av aussprechen. Ja. Das sind aber ganz normale hebräische Regeln. Und da kommt jetzt, ja, ich bin zu bequem, das zu lernen. Ich sage dir, irgendwann wirst du das lernen müssen, so wie ein Dreijähriger irgendwann einmal lesen und schreiben lernen wird, zumindest in einer Sprache. Es ist doch viel bequemer, wenn man meinen Opa die Märchen vorliest. Ich muss ja nicht selber lesen. Ist logisch, vielleicht für einen Vierjährigen. Aber irgendwann wirst du neugierig, man auf dich selber. Und dann willst du selber denken. Du willst nicht nur noch nachdenken und nachessen. Ja. Du willst einmal schauen, kann ich auch was ganz Neues aus mir rausholen? Ist da vielleicht was drin, was die anderen gar nicht wissen? Ja. Ja. Das ist, und dann zapfst du Inspiration auf. Und das ist meistens verbunden, zwangsläufig am Ende des Lebens, wenn du in den berühmten Gegen reinkommst, meine Bewusstseinsstufen. In irgendeinem Blindfeld-Vortrag bin ich da reichlich drauf eingegangen, dass ich sage, Bewusstsein, immer wieder, wenn eine Bewusstsein besitzen, das ist schon absolut eine Demonstration von geistlosen Nachgeäffe. Genau. Du hast dir noch nie eigene Gedanken gemacht, was Bewusstsein ist, was Gott ist, was du selbst bist. Das, was du glaubst, dass du bist, kennst du vom Hörensagen. Du bist das Kind der und der Affen. Und du bist entstanden, weil dein Papa-Affe in die Mama-Maffe, in die Matrix, einen Liquid Vitae, nenne ich das als Paracelsus, vor ziemlich genau 500 Jahren, ein bisschen länger ist es noch her. Du darfst nicht glauben, dass ein Mensch entsteht, weil der Mann seinen Liquid Vitae, die Flüssigkeit des Lebens, das ist das hier, in die Matrix hineinspritzt. Dieser Samen reinigt die Nieren, so wie der Rotz das Gehirn reinigt. Mit Menschen erschaffen hat es nichts zu tun. Und jetzt schau dir deine Schulmediziner an, wenn die solche Sätze lesen von so einem alten Narren. Ich bin auch bloß ein uralter Narren. Weil wir wissen ja, jetzt kommt das Problem, sobald irgendwo ein Wissen in deinem Traum eine Figur, ein Wissen äußert durch die Person. Person heißt ja nicht nur Maske und Larve, sondern auch Personari, ein Hindurchdöden. Was spricht da eigentlich durch diese Maske zu dir hindurch? Letztendlich immer wieder derselbe Geist, nur mit einer anderen Logik. Dass die jetzt natürlich wissen, dass die damals keine Ahnung haben. Da habe ich auch oft darauf hingewiesen, du wirst irgendwann nochmal eine tiefe Demut kriegen, dass diese einfachen Weisheiten der Alten, die wir uns jetzt ausdenken, tausendmal wertvoller sind, wie das unendlich geistlos zerdachte materielle Geschwätz. Nur Angst machen. Ja. Macht. So eine schöne Demonstration jetzt mit unserer Politik. Ob das in Österreich ist oder ob das in Deutschland ist oder sonst wo. Dass du wirklich erkennen solltest, dass denen niemals um die Menschen geht. Das ist Lüge, das ist Selbstlüge. Auch einen Arzt geht es nicht um seine Patienten. Ja, oberflächlich natürlich selbstverständlich. Du würdest jetzt alles in dir aufschreiben, wenn du selber Arzt bist. Das macht dein Ego. Das ist genau dieses Ego, ist der Teufel in dir. Es zerstört jegliche Form von Selbstbewusstsein. Es wird sich angegriffen. Dein Ego würde immer erklären, wer schuld ist. Selbst dir erklären, warum der oder der nicht recht hat. Weil du ganz massiv an einer allereinzigen, geistlos nachgeäfften Logik hängst. Was sollte dir denn sonst logischer erscheinen? Es kann dir doch als geistlosen Computer, Mech Animus, nur das logisch erscheinen, wie du programmiert wurdest. Ja. Und nur die Erkenntnis von richtig und verkehrt, vom Dassenbeispiel. Wenn du ein Hauch von Geist bist, müsstest du schon sagen, so habe ich das ja noch nie gesehen. Ja. Was gesund macht und was krank macht. Wenn das ein reines Computerprogramm ist, ist es austauschbar. Und dann geht es weit über die Naturgesetze hinaus, weil diese Naturgesetze, die du dir ausdenkst, im Anfang war das Programm, ist der Glaube von geistlos nachgeäfften naturwissenschaftlichen Thesen. Genau.
Wenn ich immer sage, der Apfel fällt hier von oben nach unten auf der Scheibe, kann es ja keine Kugel sein. Ist ja alles im Himmel reinfallen. Nee, es strebt einen ins Zentrum zu. Dann haben wir die Gravitation, Gravitas, das Schwangergehen. Das sind alles wichtige Formeln. Aber der Sinn der Formel ist was ganz was anderes, wenn wir die uns anschauen, die Gravitationskräfte. Dass dort zuerst einmal von Punktmassen gesprochen wird. Dass Masse in dieser Formel ein Punkt ist und ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts, nicht irgendeine Erdkugel mit einem gewissen Radius. Dann haben wir schon das Problem, dass hier meinetwegen eine Flasche oder ein Gewicht mit 1 Kilo auf der Erdkugel mit so und so einer Kraft angezogen wird, weil so und so weit weg ist, das bedingt der Radius. Aber du musst die Masse als Punkt setzen, sonst hast du ja keinen Abstand. Sonst berührt ja das Gewicht die Erde selber. Und dann haben wir diese schöne Formel hier mit dem G, F, die Kraft. Kraft ist jetzt hier nur eine Facette. Ist die Masse 1 mal die Masse 2 durch den Abstand im Quadrat. Und da kann man jetzt wieder hebräische Zeichen einsetzen, aber das ist ganz interessant. Was ich ja in allen Formeln mache und die sich darauf einlassen, die sind dann komplett entsetzt, wenn ich sage, die Kreisformel und die Einstein-Formel ist dieselbe Formel. Kannst du in den Ohrenbohrungen nachlesen. Was hat Einstein eigentlich entdeckt? Die Kreisformel, die Berechnung des Kreises. Aber nicht die Quadratur des Kreises, was dann auch wieder, wenn man gehen, geht es oder geht es nicht, in einer Vorstellungswelt geht es ganz leicht. So wie man auch ein Quadrat mit 3 Strichen zeichnen kann. Das ist übrigens dasselbe Problem. Die berühmte Lösung des Quadratur des Kreises, wofür sie sagen, das geht nicht, geht genauso einfach. Das sind alles geistlos nachäffende Idioten, die sagen, das geht nicht. Ich kann kein Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Weil du nachdenkst, und zwar nur fehlerhafte Sachen nachdenkst. Nochmal, Fehler heißt, es fällt unheimlich viel zur Vollkommenheit. Und jeder, der nur eine einseitige Vorstellung von richtig, von Richtung hat, den man immer das Verkehrte, die Gegenseite fällen und alle Perspektiven drumherum. Ja. Er wird bis in alle Ewigkeit unvollkommen bleiben. Er wird von dem heiligen Sang nie was erfahren. Und man muss jetzt sich nicht Gedanken machen, ja, das muss doch die Menschheit wissen. Na. Was ist die Menschheit jetzt? Ein Gedanke. Ja. Es ist ein Wort, wo in dir was auslöst, das ist hundertprozentig sicher. Das heißt, dieser Gedanke muss das wissen. Ein Gedanke von dir wird nie irgendetwas wissen. Egal an wen oder an was du denkst. Niemals wird irgendein Gedanke von dir etwas wissen oder anders sein können oder überhaupt existieren, wenn du ihn nicht denkst. Na, so ist. Aber wenn du einen Gedanken denkst, für dich ist er so, wie du ihn dir zurzeit denkst. Ja, so ist es. Im Positiven wie im Negativen. Ja. Das sind ganz klare deutsche Worte, ohne Diskussion. Und du kannst die Menschheit um dich herum komplett verändern, wenn du dich veränderst. Weil wenn du an dich denkst, denkst du an einen Trockennasenaffen und die Menschen um dich herum sind wirklich ein Spiegelbild deines Charakters. Die vielen, vielen Märchen, wo es hier gibt, diese ganzen Weisheitssprüche der Alten. Das Spiegelkabinett, der Hund, der reingeht und die Spiegelbilder angläfft oder der mit dem Schwanz wedelt und sich freut. Die 5 Blinden, die auf einen Elefanten stoßen. Das, die wirkliche Weisheit deiner Welt, das Wertvollste, was du besitzt, sind deine Märchen, deine Sprichwörter. Ja. Aber du musst die Metaphern verstehen. Und solange du noch des Kaisers neue Kleider siehst, das ist auch Corona, das ist die angebliche Macht deiner Politiker. Es wird so sein, wie du dir das ausdenkst. Ja, aber was soll ich machen? Ich sage jetzt gar nichts. Du sollst dich verändern, indem du einfach deine Rolle weiterspielst. Aber zu dem wirst, der weiß, ich bin ein träumender Geist, das ist bloß eine Rolle, da mische ich mich momentan nicht rein. Ich beobachte. Und dann wirst du auch erkennen, dass genau dein zwanghaftes Wertesystem deine Gefühle erzeugt. Du bist so programmiert, du kannst nicht anders. Aber du hättest die Freiheit, dein Programm zu erweitern. Dass du jede einseitige Auslegung von dir erkennst in der Selbstbeobachtung. Das ist die große Sache. Was ist jetzt der Oder für dich? Ein Gedanke. Empfindest du den gut oder schlecht? Das kannst du jetzt anschauen. Ich will dir das nicht in den Mund legen. Wenn du mich jetzt gut empfindest und hilfreich empfindest, dann muss dir klar sein, ich werde dich zerstören. Das ist die andere Seite. Ja. Und wieso?
weil ich dich auffressen werde, weil ich dich unendlich lieb habe. Ich habe dich zum Fressen gern. Aber was passiert, wenn ich dich jetzt zerstöre und auffresse? Dann wirst du ich. Dann wirst du eins mit mir. Du verschmilzt mit mir wieder in eine Einheit. Das ist die negative Seite, wenn du das negativ auslegst. Stimmt oder stimmt? Aber ich habe doch noch nie was anderes behauptet. Schlag doch einfach mal das erste Buch von den Ohrenbarungen von Holofeeling auf. Das beginnt mit Ich bin du. Ich würde auch nicht für irgendeinen Gedanken, für einen Fremden von mir, mir den Arsch so aufreißen und mich so erniedrigen, dass ich als Figur in einem Traum auftauche. Mich interessiert nur der Geist, der träumt. Ja. Den erzähle ich das. Als Brösel und der Brösel kann man das jetzt dann aber auch leben. Ja. Dann kommt das, was du an anderen tust, tust du dir selbst. Aber da muss ich immer wieder fragen, warum. Für mich ist nicht entscheidend, was du magst, ob du die Prüfung bestehst oder nicht, sondern warum magst du das? Wenn du spendest, warum spendest du für dieses oder jenes? Weil du helfen willst? Du wirst feststellen, wenn du dich einmal wertfrei anschaust, ist es eine große Selbstlüge. Altes Beispiel, du kriegst ein Bild, einen Reizauslöser und du reagierst mit Mitleid. Das ist so der Trick in den klassischen, wo ich sage, in den Tageszeitungen, hat in einer normalen, seriösen Berichterstattung, auf Tageszeitungen, auch jetzt in deinen offiziellen Medien, das ist, ich kann immer nur hinweisen, zur Zeit die absolute Wiederholung vom puren Faschismus, von reiner Manipulation. Die reden von Demokratie und es ist so unendlich Erbärmung, jegliche Meinung, die dieser Meinung widerspricht, wird gnadenlos in den Medien niedergemacht. Lächerlich gemacht, ins Lächerliche gezogen. Du musst jetzt nur mal die Querdenker nehmen. Das ist auch nur einseitige Meinung. Ist genauso unvollkommen, betone ich immer wieder. Es geht nicht, dass du von der einen Seite auf die andere handelst, sondern dass du die Synthese von dem Widerspruch wirst. Dass jetzt hier, und das kannst du sofort überprüfen, egal was offiziellen Medien über Querdenker, es ist erst einmal rechtsradikal, wobei das ein totaler Blödsinn ist. Alle Professoren und viele Professoren sind da, und viele Ärzte sind da, wenn natürlich existieren die nur, wenn du sie dir ausdenkst, die das Gegenteil von den Offiziellen sagen. Und jeder nimmt wieder für sich die impertinente Arroganz, dass er meint, er hat recht. Ich sage, wenn du ein Querdenker bist, bist du genauso falsch. Du bist nämlich immer noch im tiefen Glauben, dass du ein sterbliches Säugetier bist, das sterben kann, aber nicht an Corona, weil Corona ja nicht mehr ist wie Schnupfen. Das wird ja bloß hochgebauscht, weil sie Geld machen wollen. Die Pharmaindustrie, diese Milliarden, die hier verdient werden, die übrigens alle du bezahlst. Die Impfung kostet zwar nichts, aber du zahlst dir trotzdem mit Steuergeldern. Jetzt bewusst chronologisch innerhalb dieser Logik ausgedacht. Das ist bei Holofeeling alles kein Thema. Es geht um das Lächerlichmachen, dass wenn hier in den offiziellen Medien von Corona-Demonstrationen berichtet wird, die Einspieler sind immer Vollpfosten von aller Weide, die Aluhutträger. Und die, die dann eingespielt werden, merkst du schon, wo jeder jetzt mit deiner wirklichen klassischen Standardnormalitätsvorstellung sagst du, das sind ja totale Spinner. Da werden nur die zur Schau gestellt, dass da aber hochdotierte Professoren auch sind, die siehst du ja nie. Die werden ja totgeschwiegen. Da können ja vielleicht welche dann anders denken. Und dass die Nazis, wie ich sie jetzt nenne, diese Nation, die geistlos ein faschistisches System nachäfft, das Druckmittel ist immer bloß, dir könnte ja was passieren. Du kannst ja deinen Körper verlieren, wenn du nicht geimpft bist. Das natürlich jetzt von den Verschwörungstheoretikern, dass die einen Chip einimpfen und so weiter, ist genauso lächerlich. Cut! Genau, cut. Du schaust jetzt, was ist jetzt da? Es waren Worte da. Es waren nur Worte da. Die ganze Zeit nur Geräusche aus einem Lautsprecher. Ja. Und wie oft sage ich in Selbstgesprächen, würdest du jetzt keine deutsche Sprache verstehen, wenn das nur Geräusche hättest du schon längst ausgeschaltet, wenn ich jetzt Chinesisch oder sonst wie gesprochen hätte. Ja. Das ist ja, das Denken ist so eigenartig, wenn du das einmal beobachtest, jetzt mit den Worten, was da im Hintergrund, die Worte mit den Geräuschen, was da passiert, du resonierst, du kriegst es gar nicht mit. Hörst du eine Fremdsprache, sind es wirklich nur Geräusche. Wenn du jetzt Arabisch zum Beispiel hörst, oder Hebräisch, wenn man hier redet, das ist, du kannst nichts damit anfangen. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Es gibt so unendlich viele Programme und Programmarten zu programmieren. Du hast noch keinen Respekt vor dem Wort Unendlichkeit. Und da wird dir bewusst, was du bist, ein absolutes Nichts.
in einem unendlichen Meer von Möglichkeiten. Mhm. Aber jetzt kommt das Große und das Kleine. Die Kleinsten werden das Große. Kol heißt auf Hebräisch alles. Ein heißt nicht existieren. Alles ist das nicht existierende E-Quadrat, ich und du. Jetzt macht plötzlich die Religion der Physik eine Rolle mit dem Einstein, dass das E-Quadrat ständig in eine andere Form, M-Quadrat mal C hoch 4. Und dieses C hoch 4 ist der Einheitskreis, das ist das Licht, die vier Lichtphasen. Mhm. Ich muss mal ein bisschen Holo-Arithmetik studieren. Genau. Aber das ist momentan gar nicht nötig. Ich würde mir wünschen, sage ich jetzt wieder, dass du nur immer wieder möglichst sagst, Kat, was ist jetzt da, ohne qualitativ zu werden, du schaust einfach, was jetzt da ist. Dass du dir bewusst wirst, dass jeder Gedanke den nächsten Gedanken zerstört und dass für dich immer bloß das existiert, was du denkst. Mhm. Egal, wo du dir es hindenkst, es ist hier und jetzt deine Information. Das gilt auch für die sinnlich wahrgenommenen Informationen, egal wo du hinschaust, wenn ich es immer so mache. Es ändert nur die Bilder auf deiner VR-Brille. Wenn du jetzt die VR-Brille aufhast und den Kopf drehst, das Bild selber ist ja immer gleich. Die Drehung, die wir jetzt schon wieder haben, von dem Wirbel, von dem Mittelpunkt aus, in der Wirbelsäule. Wir in Gott. Das ist, du wirst merken, dass da die Sprache sehr tiefer im Programm, aber das muss man nicht wissen. Also darum mache ich es dir so einfach. Mach dich das zu einem kleinen Gotteskind, das zu lernen hat, ich habe zu lernen, das Bewusstsein zu kriegen, dass ich zuerst einmal registriere, wenn ich wieder mich vor was fürchte, wenn ich mich über was aufrege, dass mir zuerst einmal bewusst wird, da ist ein Reizauslöser und ich reagiere zwanghaft mechanisch. Und das erzeugt diese Gefühle, erzeugt mein Programm. Und ich muss mich so abgekoppelt haben, dass mir das bewusst wird, dass nicht der Reizauslöser schuld ist, dass ich auf den Reizauslöser so reagiere, sondern das macht mein Programm. Die Angst, was zu verlieren. Wir sind jetzt wieder beim Domi. Du hast zurückbekommen. Ja. Als Geist. Ich rede immer mit einem Geist. Und der wird natürlich immer wieder hochtauchen in einem gewissen Maß, wie eine Märchenfigur. Mhm. Können wir so den Schlager, schön war die Zeit. Aber Zeit ist immer schön. Eine hässliche Zeit gibt es nur für jemanden, der einen Moment, jetzt müsste man wissen, Zeit et, ist eine augenblickliche Erscheinung, wenn das als böse oder schlecht oder hässlich definiert wird. Mhm. Es ist also eine Frage der Definition. Das heißt, wo wir bei Holofeeling ansetzen, wir vervollkommnen das Wertesystem. Ich bin in der Lage, aus jedem, mein klassisches Beispiel, wenn du einen Film anschaust, der ist nicht gut oder schlecht, der ist einfach. Da ist eine Datei, die Einzelbilder aufschmeißt und du wertest Zwang auf die Einzelbilder. Ja. Und das ist die Ursache, wie du geistig fühlst dabei. Und du hättest, ihr wollt immer den Film verändern. Ihr wollt die Menschen, die ihr euch ausdenkt, verändern. Warum veränderst du nicht einfach dein Wertesystem? Warum kannst du jetzt nicht zum Beispiel sagen, wenn du jetzt das erste Mal einigermaßen zugehört hast und bisher war der Udo bloß ein Spinner für dich, der sich einbildet, er ist Gott? Das ist doch deine Definition. Im Gegenteil, ich erkläre dir, dass du Gott bist und du bist nicht der Affe, der jetzt vor dem Computer sitzt, sondern der, der sich das jetzt ausdenkt. Das ist Gott. Du bist der Schöpfer von dir selbst, Tier. Betonung liegt auf Tier. Von dir selbst und den ganzen anderen Affen, die du dir ausdenkst. Unter anderem jetzt der Udo, die Helene und die Helga. Die nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Genau. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Es macht immer, ich sage, es macht zuerst Angst, aber was macht die Angst? Doch schon wieder dein Wertesystem. Vor was hast du Angst? Das Kind, das Angst hat, erwachsen zu werden? Nee, davon eigentlich nicht. Das geht oft in einem gewissen Alter nicht schnell genug, dieses Wachsenwerden. Und wenn du dann in einem späteren Alter bist und nicht von deinem Leben gelernt hast, geht es dir zu schnell. Dann wird es am liebsten aufhalten wollen, das Älterwerden. Es ist immer ein Wollen und Nicht-Wollen. Ja, ja. Das ist das Wollen. Da sind wir übrigens drauf eingegangen. Reden wir von dem Numen oder von dem Volunders? Das menschliche Wollen, ich will und ich will nicht. Oder das göttliche Wollen, ich will nur noch das, was Gott will. Ja. Da muss ich aber wissen, was Gott ist. Ich.
dann will ich das, was ich selbst will. Aber weißt du, was du selbst willst? Willst du ein Zungenpiercing? Willst du oder du? Willst du das eigentlich alles? Willst du die oder die Partei? Ist das deine Meinung oder ist das ein Programm? Du weißt doch noch gar nicht, was du selbst willst. Du beobachtest nur, was der Affe will, der du, mit dem du dich verwechselst, der alles nachäfft. Was ist Werbung? Es ist ein zwanghaftes Einreden von irgendeinem Scheiß, wo du nicht ansatzweise überhaupt daran denken würdest, das zu wollen, weil man dich nicht so programmiert hätte. Dasselbe gilt übrigens für den blauen Glauben, den du zurzeit vertrittst. Wahrlich, ich sage dir, ich garantiere dir, dass du so weit weg bist von dem, was du jetzt glaubst, dass du das überhaupt glauben würdest, wenn du nicht so programmiert wirst. Dass du mit Entsetzen den Kopf schüttelst, wenn du wach wirst, was für einen Scheiß du eigentlich geglaubt hast, weil du das nie in Frage gestellt hast, was man dir erzählt hat. Weil es dir ja sofort so unheimlich logisch erscheint. Logisch ist eine geistlos programmierte Maschine. Geistreich ist was ganz was anderes. Das bedeutet selber denken. Sich eigene Gedanken machen, nicht nur nachdenken, nachäffen. Und dann äffen die Querdenker genauso nach wie die vom offiziellen Mainstream programmierten. Und die wiederum alle, die einen wie die anderen, sind Figuren, die du dir mit deinem jetzigen Programm ausdenkst. Mhm. Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Was ist mein Wissen? Was ist mein Glaube? Was ist meine Meinung? Was ist mein Geschmack? Es ist der Glaube meiner Lehrer, meiner Erzieher, die Meinung meiner Lehrer, meiner Erzieher, ob ich jetzt hier Schweinefleisch essen als gut ansehe oder schlecht ansehe. Hängt einfach nur davon ab, mit was für einem Schwamminhalt du konfrontiert wurdest. Ja. Wie oft habe ich das durchgespielt? Das hört man, es ist übrigens, ich merke es, wenn ich als Brösel und der Brösel das erzähle, dass die meisten da sitzen und den Kopf nicken. Und dann ist das Gespräch mit dem Udo zu Ende, die drehen sich rum und es ist alles vergessen. Die machen gebetsmühlenhaft ihren Stiefel weiter, immer wieder weiter. Die legen sich wieder auf und dann dieses, ich brauche Geld zum Überlegen, dann die Angst, ich fliege aus der Wohnung raus. Deine Wohnung ist deine Traumwelt. Und da kannst du nicht rausfliegen, du kannst den Mittelpunkt nicht verlassen. Du wirst immer das Zentrum sein, egal wo du jetzt sagst, was um dich herum ist. Ja. Dann hast du zuerst einmal das Erste, du hast vor dir eine Sichtweise, die Z-Achse, die kannst du auch rechts oder links nennen oder über mir oder unter mir nennen. Es ist immer eine Vorstellung von dem, was jetzt vor dir oder hinter dir oder rechts oder links ist. Und du bist immer das Zentrum. Ob du jetzt sagst, ich sitze in meiner Küche oder ich sitze in meinem Wohnzimmer oder ich bin in München oder ich bin in der Grünau oder ich bin in Chemnitz, du bist immer das Zentrum. Dann wirst du irgendwann einmal diese Struktur des Tetraeders verstehen in der Geometrie zu einem absoluten Mittelpunkt und periphere Mittelpunkte, die sich in dem absoluten Mittelpunkt befinden. Es ist ein vollkommen neues System, ein vollkommen neues Weltbild, ein Quantensprung in die absolute Freiheit. Und jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke. Und es ist alles in dir drin, das wird eingespielt. Und immer daran denken, du verlierst nichts. Die Sache mit dem H, der Buchstabe, das Wort, der Satz. Alles, was da ist an Wissen, ist auch richtig. Aber es scheint sich zu widersprechen. Aber das, was sich zu widersprechen scheint, gehört untrennbar zusammen. Aus gesund und krank wird die Heiligkeit. Es ist dann was Neues. Aus Kreis und Dreieck wird der Kegel. Aus Krieg und Frieden entsteht eine vollkommene Erneuerung. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Und es ist nur, was macht dir Angst? Dein falscher Glaube. Die Vergessenheit, weil du vergessen hast, was du bist. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Du prägst das erste Gebot. Als roter Mensch, als Adam. Der natürlich sofort wieder für jeden normalen Materialisten ein Hirngespinst ist. Aber ist auch ein ausgedachter Gott und ausgedachte Atome und ein ausgedachtes heliozentrisches Weltbild sind auch nur Hirngespinste. Und dann wirst du ein kleines Radix, ein Radius, ein Weberschiffchen. Aber das Schiff wiederum Ski, das Geschenk von zwei Facetten, bist schon wieder in der Mitte. Ja, ja. Unser Arni ist ja auch das Schiff. Aber was macht ein Schiff? Das ist auf El Hayom, fährt es durch Raum und Zeit, aber nur gedanklich. Ja, ja. Die Sätze, wo ich sage, wenn ich das immer wieder wiederhole, wenn du dich jetzt wieder an den Brösel denkst,
Darum ist es so wie ich dich. Du bist der Mittelpunkt. Und du machst jetzt die Augen zu an deinen Körper. Und jetzt denkst du einfach in Gedanken, du gehst zum Einkauf. Du gehst in die Küche. Lauf das einfach in Gedanken durch. Was passiert dann in dir? Du bist, ich setze dich in Bewegung. Das ist hundertprozentig sicher. Du tauschst bitte in deinem Kopf aus. Das ist die Gnade, die sich umformt, und dadurch erzeugst du die Illusion, dass du dich durch Raum und Zeit bewegst. Mhm. Und nichts anderes passiert auf der Verabredung, wenn du jetzt rausgehst, dich ins Auto setzt und du hast sinnlich wahrgenommene Bilder. Wir tauschen nur sinnlich wahrgenommene Informationen aus. Aber dann bist du im höchsten Zustand der Vergessenheit, wenn du das unbewusst machst. Bewegst dich aber trotzdem nicht von der Stelle. Ja. Das ist jetzt immer angepasst an deine momentane weltliche Logik. Das heißt, wir reizen basic aus, wir schauen uns das einfach mal genau an, was ist jetzt eigentlich da, was ist jetzt cut, wenn du eine Zeitung liest, wenn du wieder voll versumpfst in irgendein Video, dass hier irgendwas, was ich, ein Astronaut auftaucht und dann hast du Aufnahmen von der Raumkapsel und dann siehst du von oben die Erdkugel, nein, du glotzt auf einem Monitor, du glotzt auf einem fetzen Papier mit Worte drauf, cut, was ist jetzt da? Dann sind wieder die Bösen, die Pharmaindustrie, der Bill Gates, wie viele Milliarden die machen. Es sind doch jetzt nur Geräusche. Genau so ist. Das ist das, was ist. Und du bist der Einzige, der das verstehen kann. Nur du. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, die Helene und die Helga werden das nie verstehen, weil das jetzt nämlich existierende Erscheinungen sind. Wie will eine existierende Erscheinung, die nur in dem Moment existiert, in dir fehlt, Mom, wenn du sie dir ausdenkst, wenn die wieder in dich reinfällt und wieder eins wird mit dir, wie will die das dann irgendwie verstehen? Wie will eine existierende, sprich vergängliche Erscheinung wissen, was Ewigkeit bedeutet? Ewiges Leben. Ja. Ich weiß es. Und du weißt es auch. Zumindest wenn du ich bist. Und du bist ich. Das ist das, was ich immer wieder betone. Darum liegt mir auch keiner mehr am Herzen wie du. Für wen mache ich denn das alles? Für M-Ich, für mich, für mein jetziges, gestaltgewordenes Ich. Das ist ein Selbstgespräch. Und MeChat heißt, wer ist diese Kollektion? Ja. Ja, ich. Ja, ich. Eine göttliche Kollektion. Genau. Das war's. Danke, Udo. Danke. Danke, danke. Man sagt immer nur danke, aber an wen? Der uns das jetzt denken lässt. Wer hat jetzt das eigentlich alles gemacht? Der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch ausdenkt, der sich an Udo ausdenkt, das sind nur Figuren, Protagonisten in deinem Traum, inklusive dem, den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Also jetzt machen wir wirklich Schluss. Schöner Satz, Johannes Offenbarung. Und Johannes kniet sich nieder und will das Lamm anbeten. Und was sage ich dann zum Johannes? Du Dölbel, ich bin doch genauso ein Brösel wie du. Lass uns den anbieten, der uns jetzt ausdenkt. Ja. Sind wir dankbar für den, der jetzt uns ein bisschen seiner kostbaren Zeit gewidmet hat, uns drei Brösel, Helga Brösel, Helene Brösel, Udo Brösel auf dem Bildschirm, uns erschaffen hat in seinen Kopf. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Was meinst du, wie gut es uns geht, wenn er jetzt dann wieder nicht mehr an uns denkt und wir wieder ihn reinfallen in seine eigene Heiligkeit? Ja. Eine Gnade. Was meinst du, wie gut es dem geht, der jetzt immer noch an den Körper denkt, der vom Computer sitzt, wenn er an den nicht denkt? Ein Körper, der nicht existiert, kann auch keine Schmerzen haben. Ganz richtig. Ein Körper, der nicht existiert, kann auch nicht vernichtet werden. So, aber bist du nicht auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst? Ja. Und dann ist dein Körper heilig. Immer. Du hast immer, wenn du Schmerzen hast, wenn es nicht passt, wenn ich sage, du wirst merken, sobald irgendwas nicht stimmt, denkst du an das, was nicht stimmt. Was aber perfekt ist, wenn du es nicht denkst. Jawohl. Und so in dem Heilungsprozess gibt es dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und jetzt lassen wir es gut sein. Spielen wir noch ein bisschen Runde, Lieben. Bis gleich. Tschüssi. Okay.